Ah, es ist Zeit. Ich habe ja gestern eigentlich gesagt, äh, ich habe ja gestern gesagt, dass ähm, nach drei Monaten wirklich starker Bemühungen von ähm, Herr über eine Frucht, weil er mich permanent zum Kanalinhalt hat, und ich jetzt letztens mal wieder reingeschaltet habe, nach fucking, keine Ahnung, drei Wochen oder so, und es natürlich wieder um mich ging, habe ich mir gedacht. Musste dir jetzt einfach mal geben, ne? Du musst, du musst dem kleinen, dem kleinen Früchtchen mal ein bisschen Aufmerksamkeit geben. Es geht nicht anders. Ich glaube, er braucht es einfach. Ne? Und äh, ja. Deswegen, deswegen gucken wir uns das jetzt an. Wir gehen nämlich jetzt in die Forschung rein. Und zwar unsere Forschungsfrage wird sein, warum Neitan schlimm 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 ist. Ich will wissen, warum ich so schlimm bin. Warum ist Neitan schlimm schlimm schlimm? Das werden wir herausfinden. Und ja, da gibt es doch bestimmt einiges dazu zu lernen. Äh, machen wir das. So, Moment, wenn ich das jetzt hier einklappe, dann passt das einigermaßen, oder? Ja. Einfach mal äh, 30 Minuten, ja. Wenn man einfach mal kurz miteinander redet, ne? Statt übereinander. Okay, warte mal. Äh, hey, aber gut weil du vorgestern nach Content-Inhalte von Nitern fragtest, äh, zur Info, gestern hatte er einen Talk mit einem Klima. Skeptiker, falls es dich... hey, das interessiert mich sogar sehr. Kann man das, kann man den Talk schon sehen? Also ist er irgendwo schon auf YouTube oder so? Ja klar. Hey, noch mal, ich muss frei ehrlich sagen, an sich bin ich, also ich, ich freue mich ja. Also nochmal, an sich hat ja, an sich hat ja Neitan zumindest ein Fundament. Durch, sein, durch das, dass er Lehrer ist, dass er an sich, wenn er, wenn er wollen würde und das, wenn er das, finde ich, auch wirklich nutzen würde, ähm, könnte er halt tatsächlich schon lehrreiche Videos machen. Äh, ob wenn er das will, natürlich nur. Versteht? Also nicht falsch verstehen. Damit will ich nicht sagen, nur weil er Lehrer ist, soll er gefälligst auf Twitch Lehrer sein. Damit will ich nur sagen, wäre halt schön, weil da er halt Lehrer ist. Und ich will jetzt mal erstmal nicht darüber streiten, wie gut seine Qualitäten als Lehrer sind. Das will ich erstmal, das will ich erstmal als Nebensächlichkeit dastehen lassen. Ähm, ich glaube, man kann das, ich weiß nicht, aber ich, ich kann das bei Nathan Real nicht bewerten, ob er ein guter oder schlechter Lehrer ist, weil ich habe, ich habe ihn noch nie in irgendeiner Lehrerqualität gesehen. Von dem her könnte ich das erst dann beurteilen, wenn ich wirklich was diesbezüglich sehen würde. Um, aber möglicherweise will auch Neitan einfach nur abschalten. Kann sein. Und wenn das so ist, dann ist es ja auch okay. Okay, also ich entnehme diesem Gesabbel auf jeden Fall, dass ich ähm, mein Lehrerpotenzial nicht nutze. Oder ich muss das ja dann hier, nach na, muss das ja. Er nutzt. Sein Potenzial als Lehrer nicht. Und macht nichts Lehrreiches. Okay, das ist schon mal auf jeden Fall, ja, stimmt. Stimmt. Das ist schon ziemlich mies von mir, ja. Na, ja, dann ist es ja auch okay. Äh. Da haben wir auf jeden Fall schon mal den ersten Forschungspunkt gefunden. Äh, an einer Stelle hatte er den Skeptiker sowas von zerlegt, da dachte ich, oha, jetzt feuert Neutron aber mit den fact -Cannon. Mhm, mhm. Dann schaut er einfach mal inhaltliche Themen wie den gestrigen an. Ja. Mal gucken. Es wird übrigens wahrscheinlich nicht spannender. Es ne? ist halt wirklich ein privates Forschungsprojekt von mir, was oh. wir uns jetzt hier angucken. Oh. Es, es. Oh, oh. Geht das immer runter, wenn ich Space drücke? Es wird es wird, Es wird... wird wahrscheinlich nicht spannender. Es ist einfach jetzt gerade mein privates Forschungsprojekt, weil ich will wirklich wissen, warum ich so scheiße bin. Hast runter zu runterzugehen? Ist noch nicht drin. Und ich werde ihn nicht abonnieren, um sein VOD zu gucken. Würdest du sagen, ist Teil deiner Lehrertätigkeit? Äh, ja, verstehe ja, nee, ich schon. Nette ich, an Nette. Also hinterfragen will ich es ja auch. Also ja. für mich ist ja Lehrer sein keine Legitimierung. Nur mir fällt es schwer, Neitern als Lehrer zu beurteilen, wenn ich ihn sozusagen noch nicht in seiner wenn ich ihn nur nicht als Lehrer erlebt habe, weißt du, was ich meine? Also ich, ich. Also ich, ich werde versuchen, äh, ich werde versuchen, jetzt hier äh, so ein, ein zwei ähm, Lehrer, äh, Dinge, die ich im Lehramtsstudium gelernt habe, anzuwenden. Ne? Da tue ich ihm den Gefallen. Das werde ich, werd ich jetzt auf jeden Fall versuchen. Ich kann Neitern gegenwärtig tatsächlich nur als Person kritisieren, aber nicht in seiner Profession. Okay, also ich werde als Person kritisiert. Ich, ich bin wirklich, ich will unbedingt wissen, wie die Kritik aussieht. Davon habe ich einfach noch nie was gesehen. Deswegen kann ich das nicht machen. Der, der, der Scheiß geht übrigens über eine Stunde, ne? Also, falls ihr glaubt, das ist hier schnell vorbei oder so. <lacht> <lacht> hm. Also, der schafft das halt wirklich, eine Stunde lang da in seinem Stream zu sitzen und über mich abzuranden. Das kriegt er hin. Das ist auch eine Leistung, muss man sagen. Speed hoch, nö. Uh, uh, <laughs> nö. Nö. Einfach nö. <laughs> Ach so. habe dem der letzten Zeit in seinen Streams auch mal zugehört und habe gegebenenfalls mitdiskutiert, so übel, wie es einem manchmal in den Reactions vorkommt, ist es gar nicht. Sein Standpunkt ist halt, wir leben in einer Welt aus Scheiße, die komplett am Ende ist. Und das macht ihn wütend. Ja, aber das ist ja, das ist halt seine subjektive Meinung. Da muss man auch mal so oh. sehen. Das ist ja, also, man, man muss halt dazu sagen, hey, ich will niemanden das wegnehmen. Jemand, der das so, also jemand, der sieht, dass die Welt halt nur aus Scheiße und so besteht... Ich will niemanden seinen Pessimismus aussprechen. Ja. Hm. Ich glaube, dass ich Optimist bin. Ne? Ich bin ein ziemlicher Optimist, weil ich äh, immer noch glaube, dass wir noch was ändern können daran. Ne? Es gibt sehr, sehr viele Menschen, die einfach aufgeben und sagen, scheiß doch drauf, bringt ja eh nichts. Also, was sollen wir denn machen? Wir haben so viele. Wir haben so viele äh, äh, Krisen, globale Krisen, parallel laufen, die potenziell menschheitsbeendend sein können, wo derzeit keine Lösung für irgendeine dieser Krisen in Sicht ist. Und äh, die sagen: Nö, ach komm, ich lege mich jetzt einfach hin, mach noch ein bisschen Party und dann, äh, ja, dann, dann lasse ich den lieben Gott einen guten Maat sein, ne? So, wie man so geflügelt sagt. So, ich bin jemand, der eigentlich Optimist ist und der da steht und sagt: Wir können das irgendwie noch schaffen, wir können da irgendwie noch was dran tun. Hm? Jedem das seine. Es gibt die Optimisten, das bin ich. Es gibt die Pessimisten, das sind diejenigen, die sagen, ich gebe auf. Und dann gibt es noch die ignoranten Leute, die sagen, ich will davon nichts wissen. Ich würde mal, ich, also ich würde schätzen, dass Food zu, zu den ignoranten Leuten gehört. Hm. Aber ähm, ist halt nicht die einzige Betrachtungsweise der Welt. Also die Welt war halt auch noch nie scheißiger. Also nach der nach der ich sag jetzt mal weiß natürlich man kann die Welt so sehen ähm, und wie gesagt es ist auch okay dass es solche Menschen gibt die das so sehen also generell ich habe gar nichts gegen no. ich habe überhaupt nichts gegen ähm, pessimistische Menschen im Gegenteil ähm, wir haben einigen Pessimisten wunderbaren philosophischen Content zu verdanken also nur her damit no problem aber es ist halt nicht die einzige Betrachtung mhm. ja. und ich glaube allein das fällt mir ein bisschen schwer bei Nahtan ähm, mit ihm da so ein bisschen auf den Konsens zu kommen, weil ich das halt nicht so sehe wie er. Also ich bin da einfach nicht so pessimistisch eingestellt wie Neitan. Scheißiger, ja ja. Es gibt Scheiße, Scheißiger und ja, am Scheißigsten. Im Syndicast. Würde ich auch sagen. Also ja. gerade läuft sich gut, soweit. Sind wir uns, denke ich, einig, dass es Dinge gibt, die nicht gut laufen. Aber gleichzeitig gibt es auch viele Dinge, die gut laufen. Nicht alles läuft schlecht. Man muss es halt immer auch ein bisschen in, in, in ein, ja gut. Ja, ja, wir haben iPhone 15, das stimmt. Das äh, kann Arschloch in, in 8K fotografieren. Das ist korrekt, ja. Doch, doch, schon, Entschuldigung. Man muss halt auch immer so beide Seiten betrachten. Ne? Genauso wie viele Dinge auch gut laufen, besser laufen, besser als davor. Gibt es halt auch Dinge, die immer noch nicht gut laufen, die schlechter als davor laufen. Mhm. ist halt alles so ein Wandelsprozess. Ja, es gibt das und das, Aber ich glaube, es macht und jenes. viel aus, wie du dich mit dieser Welt, wie du mit dieser Welt interagierst. Versteht mhm. ihr, was ich damit sagen will? Ähm, ist es meine Meinung? Nee, ich verstehe es noch nicht ganz. Wird jetzt bestimmt erklärt, wie man mit der Welt interagieren sollte. Es ist nur meine persönliche Meinung. Ähm, es macht die Welt nicht besser wenn du gut drauf bist, es macht die Welt aber auch nicht besser, wenn du schlecht drauf bist. Wobei ist das vielleicht so, dass es doch einen ja. Unterschied macht? Wäre die Welt vielleicht besser dran, wenn du besser drauf wärst? Ist eine philosophische Frage. Ich denke, auch hier kann man sich da. Ja, man kennt das Buch von Immanuel Kant. Wäre die Welt nicht besser, wenn du besser drauf bist? Ne? Kennt man, Immanuel Kant hat geschrieben, die Kritik der praktischen Vernunft, dann die Kritik der reinen Vernunft und dann der, sein letztgültiges Meisterwerk. Wäre die Welt nicht besser, wenn du einfach gut drauf wärst? Ne? Das ist, ja, das ist korrekt. Gedanken drüber machen wird wahrscheinlich nicht in jedem Kontext stimmen. Es wird Situationen geben, da spielt es überhaupt keine Rolle, ob du gut oder schlecht drauf bist. Ja. Aber insgesamt, ähm, insgesamt grüße ich erstmal Feuerertix, hallo. <laughs> ähm, insgesamt ist es halt aber einfach so, dass es jetzt halt einem Neitan zumindest nicht viel bringt, wenn er halt, ich sag jetzt mal, zu, zu traurig ins Glas blickt. Na, wisst ihr, was ich meine? Bruder, glaub mir mal, dass ich am Tag genug Spaß habe, ne? Aber ich äh, bin halt auch jemand, der informiert ist über die Umstände, in, der wir, in denen wir derzeit leben. Das ist nun mal so. Ne? Die kann ich mir auch einfach nicht wegsaufen. Die kann ich mir nicht schön saufen, funktioniert nicht. Also schon, oder schon. Da geht's ja echt um gar nichts. Spiwi. das ist aber jetzt wirklich ziemlich, also, äh, wartet doch erstmal ab. Da kommen bestimmt, wir sind ein Forschungsteam hier. Wir sind ein Forschungsteam und wir wollen herausfinden, warum dieser Neitern so schlimm ist. So, da kommt bestimmt noch was eine Depression hat. Also wenn man. Schreib auf, Neidern, du bist zu traurig. Das ist richtig. Stimmt, stimmt, hast du recht. Das muss ich aufschreiben. Das muss ich aufschreiben. Wo, wo, wo ist jetzt mein Textdokument hin? Warum kann ich das nicht mehr maximieren? Hallo? Textdokument? Where are thou? Weiß jemand, wie ich, wie ich einen Tab auf diesen Bildschirm hole? Gibt's da eine Tastenkombo oder irgendeinen so einen Scheiß? Win Shift Pfeil Ach, das ist zu so kompliziert. Ich drücke jetzt da hinten. Das ist bestimmt, das ist jetzt bestimmt hinten auf dem Fernseher gelandet. Windows Shift Pfeil. Nee, 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 nee. Nee, 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 ich drück das und dann stürzt die alles ab. Ihr verarscht mich. Macht den Fernseher an. Da ist es. Warum ist es jetzt da? Was soll das? Ein intelligentes Betriebssystem am Arsch, die Räuber. Hallo. Ich kann das auch da hinten schreiben, theoretisch. So, ziehe ich das hier wieder rüber. Großartig. Äh. Wieder aus. So. Er glaubt uns nicht. Ne. Wir wollten letztens in New World, wollten wir ein Gruppenfoto machen und dann meinte einer, ja, das ist äh, alt und eine der F-Tasten. Und dann hat derjenige, der das Foto machen wollte, alt f1, alt f2, alt f3 und dann war er weg. <laughs> Disconnected. Äh. Neitan ist nicht gut drauf. So, okay, das haben wir auch. Ja, ja, okay. Das schreiben wir auch rein ins Forschungsdokument. Wenn man schon depressiv von der Welt wird, so, das bringt halt wirklich keinem was. Versteht ihr? Das ändert ja auch nichts. Und das ist ja zumindest etwas, wo man schon dran arbeiten, also wo man zumindest drüber reden kann, dass man halt sagt, ja, okay, vielleicht könnte man schon ein bisschen was an seinem Mindset ändern. Ja. Ein bisschen fröhlichere Ausstrahlung haben, wie About Food zum Beispiel, einfach ein bisschen glücklicher wirken. Also so ein bisschen es, Man muss auch sagen, es macht ja auch nochmal einen Unterschied, äh, ob man, ich sag jetzt mal, eher pessimistisch ist ja. oder ob man schon wirklich melancholisch wird. Ne? Ob das Ganze schon in eine, in eine Melancholie äh, abdriftet. Äh, was ist gerade Thema? Thema ist gerade so ein bisschen das Mindset, weil wir gerade von, wir hatten gerade Thema Neitan. Um, dass er halt eine sehr, sehr, eine äußerst negative Sicht auf die Welt hat. Ja, die Welt ist scheiße gerade, alles läuft scheiße, Deutschland geht den Bach runter. Also halt eine, eine sehr, sehr, und da, wie gesagt, da würde ich sagen, ich finde, bei Neitan macht es bei mir teilweise den Eindruck, dass es nicht mehr nur pessimistisch ist, sondern dass das bei ihm schon eher in die Melancholie geht. Also schon, also das ist nämlich, das wirkt auf mich nicht mehr nur pessimistisch. Okay, okay, äh, also äh, er ist nicht nur pessimistisch, sondern sogar äh, melancholisch. Okay, okay, okay. Ja, haben, wir, haben wir auch notiert. Da wird sich sicherlich dann am Ende des Tages ein, ein ähm. Bild zusammensetzen. Zugegebenermaßen, aber ich nehme hier als, Re als richtige, Referenz, Na? nehme ich jetzt hier auch. Du kriegst eine richtige äh, Fernpsychoanalyse, nett. Ja, ja, wirklich. Kostenlose Psychoanalyse. Andere Menschen, die pessimistisch sind, auch Philosophen, die, also die, die als Pessimisten bekannt sind. Ähm, und ich würde sagen, es gibt momentan keine wirkliche Parallele zu Neitan, wenn man jetzt Neitan als Philosophen betrachten wollen würde, und anderen Philosophen oder anderen Denkern die als Pessimisten bekannt waren. Mhm. Das wirkt bei Neitern schon eher wirklich ja, melancholisch, wenn nicht sogar schon ein bisschen düsterer. Kafka-esk. Es wirkt Kafka-esk. Ich habe das Gefühl, dass ich immer mehr Negatives wahrnehme, wenn ich schlecht drauf bin und ich versuche mich der dann entstehenden Spirale zu schützen, indem ich Ab einer bestimmten Menge Negativität einfach ausschalte. Hm. Also würdest du dann sagen, ausschalten. Ist der besessen von dir? Irgendwie schon, 11, ja, ja. Wow. eine echte Fern Ein bisschen Diagnose schon, also mal einen Eindruck. Also wenn Internet. jemand. Pass ich auf, glaubt, mein ne? Mein Schwein pfeift. Wo gibt es dann denn? Jetzt Na gibt's... jetzt mache ich einen kleinen, kleinen Unterschied ne? zum About a Fruit Stream. Begründet das. Er ist seit drei Monaten da am Sitzen und labert über mich, ohne dass ich irgendwie auf den reagiere. Das ist das erste Mal, dass ich in meinem Stream auf den reagiere. Das wirkt schon so ein bisschen obsessed, ne? Muss man schon sagen. Aber ich will ja auch, wir leben ja in einer Leistungsgesellschaft, wo man einfach drei Monate ähm, ranten über mich dann irgendwann auch mal belohnen muss, Halten ne? im Sinne einer gewissen Prokrastination oder. Vielleicht brauchst du so ein, welcher Philosoph bin ich Test? Ich glaube, ich wäre Sokrates. Ich wäre einfach derjenige, der irgendwie so auf dem Marktplatz rumläuft und Leuten auf den Sack geht und am Ende von der Gesellschaft getötet wird, weil er einfach so nervig ist. Ja. Stimmt und natürlich strengt das an, wenn man sich mit so negativen Ansichten auseinandersetzen muss. Mal ein Beispiel: Es ging um einen privat finanzier finanzierten Verein, der sich um Kinder an sozialen Brennpunkten kümmert und versucht zu helfen. Seine Reaktion: Eine Schande für Deutschland, dass es sowas geben muss. scheiß Scheißgesellschaft, was man auch sehen könnte. Cool, dass es gesellschaftliche Ambitionen gibt, zu helfen. Äh, der bezieht sich wahrscheinlich auf die Tafel, ne? Äh, ja, und ich finde, es ist wirklich eine Schande für die drittstärkste Volkswirtschaft dieses Planeten, dass ein privatfinanzierter, spendenfinanzierter Verein ähm, dafür sorgen muss, dass die Menschen nicht verhungern. Ne? Also das finde ich, das ist eine Schande, ja. Ja, ja. Ich weiß jetzt nicht so genau, inwiefern das jetzt kritikwürdig sein soll, aber bitte sehr. Ich bin gespannt. Kommt bestimmt. Auch wahr, ja. Shinobi, danke für dein Follow. Auch wahr, okay, also das ist jetzt die ganze Reaktion darauf. Man soll dankbar sein für die private, für das private Engagement, ne? Und auf gar keinen Fall staatskritisch oder wie. Okay. Na gut. Äh. War jetzt nicht so wirklich sein Punkt. Er hat zwar zugestimmt, aber das schreiben wir nicht ins Forschungsdokument, weil es nicht so wirklich sein Punkt gewesen ist. Ich will seine Psychoanalyse haben. Nicht die Psychoanalyse vom Chat. Ja, das Ding ist halt auch, es ist halt auch nicht wirklich förderlich, ne, wenn du einfach nur sagst, so, ja, scheiß Land, alles kacke und so weiter. Ähm, hilft ja keinem, ist ja auch nicht konstruktiv. Ja, richtig. Missstände zu, anzusprechen und zu kritisieren und zu sagen, dass wir ein stinkreiches Land sind, dass es nicht schafft, dass alle Menschen in diesem Land was zu essen haben, äh, ist, hilft nicht. Ne? Am besten immer Schnauze halten. Das ist es immer am besten Schnauze halten und gut drauf sein. Okay, das habe ich auf jeden Fall jetzt schon mal. Gelernt. Ähm, also dann schreibe ich das auch hier in das Forschungsdokument rein. Äh, er äh, benennt immer diese M M Missstände und kritisiert die Regierung. Furchtbar. Das macht nichts besser. So. Das macht überhaupt nichts besser. Raff dich mal, Neithan. Okay. Ja, bringt ja auch nichts voran. Ja. Ist halt auch mal so ein bisschen. Wenn man jetzt auch ein bisschen pragmatisch. Ich finde es auch wichtiger, die Missstände bei Neitern anzusprechen, als die der Gesellschaft. Spivi, da hast du einen Punkt. Da hast du einen Punkt. Ne? Da hast du einen Punkt sollte man erstmal ansprechen. Ne? Was, äh, das, äh, deswegen, deswegen kümmern wir uns jetzt auch darum, weil das einfach so wichtig ist. Wenn man pragmatisch denken möchte, bringt das ja aus der Hinsicht nichts. Aber vielleicht ist auch Night einfach kein Pragmatiker, das kann ja auch sein. Doch, ich bin tatsächlich äh, durchaus sehr, sehr pragmatisch. Ich bin sogar ultra pragmatisch. Also in Bayern soll es ein verpflichtendes Vorschuljahr geben. Kommunismus. Herr Senf, vielen Dank für die, die Monate immer mehr. Oha! Und dann Pongis füllen mich. Vielen Dank für Stufe 3 im 14. Monat. mit 70 30 Stufe 3. ham jam, jam, lecker. Dankeschön. Vielen, vielen Dank, Herr Senf. Das ist halt auch am Ende immer die Frage so, wie viel wie viel ist bei Neid dann einfach nur gefühlsbetont? Ne? Wie viel ist hm. bei ihm einfach nur emotional geladen? Wie hm. viel davon ernst zu nehmen? Dann wisst ja, was ich meine? Okay, okay, okay. Ähm das war jetzt noch kein Urteil, ne? sondern er fragt erstmal. Das ist noch keine tatsächliche Analyse. Er fragt erstmal, ob ich vielleicht einfach nur emotional bin und nichts Inhaltliches zu bringen habe. Das ist erstmal nur eine Fragestellung. Die kann man ja mit Ja oder mit Nein beantworten. Warten wir mal ab. Aber die Begründungen bisher waren schon sehr zielsicher und sehr treffsicher für äh, die ganzen Missstände, die dieser Neiter an den Tag legt. Außer dass bisher noch keine gekommen sind. Aber es kommen bestimmt noch welche. Hm. Ja, absolut Feuerticks. So, so, so ist es nämlich. Ja. Man kann Probleme anerkennen, ohne es ausschließlich negativ zu verpacken und aussichtslos oder so. Aha. Ja, äh, letzten Endes habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass da nicht so wirklich bei mir zugeguckt wird, weil ich andauernd Lösungsvorschläge anbiete. Ne? Also ich biete, ich sage nicht nur das und das ist schlecht, ne? Das ist nicht mein Streaminhalt, das ist auch nicht mein Anspruch. Und ich sage immer, was man stattdessen tun sollte, wo die Lösungsansätze sind. Ne? Und wie man, wie man Probleme lösen könnte und beziehe mich dabei auf ähm, Expertinnen. Ne? Ob das jetzt Klimaforscher sind, Ökonominnen sind, ob das ähm, Sozialforschende sind. Ne? Ich beziehe mich dann auf Studien und äh, versuche einen Ausblick äh, darzulegen, wie man es denn besser machen kann. Weil ich eben Pragmatiker bin. Also diese Analyse kann ich so nicht wirklich nachvollziehen. Ne? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass da noch nicht so viel bei mir zugeschaut worden ist. Ich persönlich würde auch sagen, ähm ja, wobei, nee, ist auch falsch. Das ist hm. zu, zu simpel, aussichtslos. Klar, es gibt aussichtslose, was ist aussichtslos? Eine Aussicht. Also es gibt mit Sicherheit Situationen, die kann man einfach nicht ändern. Oder vielleicht nicht so ändern, wie man sich das wünscht. Wie man das vielleicht gerne hätte. Ähm, aber ich denke, gar nichts zu tun oder halt dann einfach nur. Ja, einfach nur so on, traurig pump! zu werden und wütend zu werden. Okay. Ich weiß halt nicht, ob das dann halt <laughs> sinnvoller ist, ob das mehr bringt. Ja, okay, also ich bin einfach nur traurig und wütend. Ich glaube, wir können jetzt langsam als nächste Analyse herauslesen. Äh, äh, er ist einfach nur emotional und nicht pragmatisch. Gut, gut, gut. Ich bin, froh, ich bin froh, dass hier bisher zu diesem Zeitpunkt eine rein sachliche, inhaltliche und sehr begründete dicke -Dick an diesem Leitern gebracht worden ist und nicht etwa eine rein emotionale. Da bin ich dann auf jeden Fall relativ froh drum. Ja, Kopf in, Kopf in den Sand stecken hilft das auch nicht, ja. Ja, das ist ja, was ich ja bei Nitern meinte. Was ich ja bei Nitern, was ich persönlich bei Nitern so ein bisschen schade finde, ist ja, er hat ja ähm, er hat ja Lehramt studiert, er ist ja, er ist ja Lehrer, sagt er selber. Also er hätte grundsätzlich erst einmal eigentlich das Mindset, um, um eigentlich zu lehren. Aber das sieht man halt bei ihm leider Thema. nicht. Ran an die Arbeit. Hm. Los, Arbeit, Los danke die für die Unterstützung mit drei Euronen. Es gibt Dinge, die ihr nicht ändern könnt, aber Naitans Kontostand gehört nicht dazu. <laughs> Los, danke dir für die drei Tacken. Vielen, vielen Dank. Okay, also, ähm, das ist im Prinzip das hier, ne, er nutzt sein Potenzial als Lehrer nicht und macht nichts lehrreiches. Jetzt hat er nochmal gesagt, ich lehre nicht. Okay, okay, das ist im Prinzip der Punkt. Ähm, ich möchte jetzt kurz etwas tun, was ich in meinem äh, Lernstudium gelernt habe, nämlich im Anglistikstudium, wo ich dann eben äh, Englischklausuren, Oberstufenklausuren, ich habe eigentlich nur Oberstufe unterrichtet, bewerten muss. Und ähm, da ist es so, dass es drei Aufgaben gibt. Es gibt Aufgabe 1, Summary. Also man muss einen Text zusammenfassen. Ne? Dann gibt es Aufgabe 2, Analyse. Man muss einen Text analysieren, ne? wo aber auch keine eigene Meinung gefragt ist, sondern wo einfach nur die, die Struktur des Textes und äh, ne? die, die, die Stilmittel und so weiter heraus analysiert werden müssen. Und dann gibt es Aufgabe 3, Comment, eigene Meinung. So. Bei Aufgabe 3, das Bewertungs... Also Aufgabe 3 ist die schwierigste. Die... Ähm, also Aufgabe 2 gibt die meisten Punkte, aber Aufgabe 3 ist die schwierigste. Ähm, bei Aufgabe 3 ist es wichtig, eine Meinung zu äußern und die dann aber auch zu begründen. Wenn man nur eine Meinung äußert, ohne sie zu begründen, dann hat man Aufgabe 3 verkackt. Bisher ist about fruits leistung wenn das jetzt hier ein Comment wäre im Englischen wo man eine Meinung äußert, die man dann begründet. Bisher ist es ungenügend, weil keine Begründung angeführt worden ist. So. Da habe ich jetzt kurz mal mein, mein, mein Fachwissen als Lehrkraft hier angewendet auf dieses äh, Stück Video hier. Es wurde bisher einfach nur beschreibend gesagt, warum, was dieser Neid alles Schlimmes tut und was er alles Schlimmes denkt. Äh, und es wurde wild rumspekuliert, wa, äh, was er in seinem Stream alles so sagt, aber es wurde nicht begründet. Hab habe keine Begründung. Warum das eine schlecht ist, warum das andere gut ist, warum der, man den Neitern so und so einschätzt, welche Evidenz man sich da äh, stützt, ähm, Zitate, ähm, Streaminhalte, es ist alles sehr diffus und unbegründet. Wäre ungenügend, ne? In dem Moment. Naja. Gut, äh, Neiternlehrer Lehrer off und geht weiter mit äh, Neidhahn-Streamer. Außer er ist halt so ein Lehrer. Das kann ich mir aber nicht vorstellen, weil Nathan meinte selber, hat er mal in einem, in einem Stream gesagt, er war unter seinen Schülern sehr beliebt. Und wenn, wenn er sagt, er ist ein beliebter Lehrer gewesen, dann stelle ich mir eigentlich entweder einen Lehrer vor, also es gibt nur so ein paar Arten von beliebten Lehrern. Es gibt die beliebte Lehrer, bei denen du einfach nur machen kannst, was du willst, Freistunde-Lehrer. Und da gibt es halt Lehrer, die einfach nur verdammt gut in ihrem Job sind. Also die halt sehr sympathisch sind, die halt einfach mitreißen können so und das sehe ich jetzt bei nathan überhaupt gar nicht überhaupt nicht also wirklich ich habe keine Ahnung um wen es von euch ähnlich wie mir geht aber ich würde also jetzt okay also schreibe ich hier ein Forschungsdokument rein äh, er kann keine Menschen begeistern oder mitreißen. Gut. Äh. Frage ich mich halt nur, warum ich, der jetzt seit 15 Monaten streamt, eine Average-Zuschauerzahl von 700 hat, während der Border Food bei was rumkrebst? Wie lange streamt der eigentlich schon? Äh. Gucken wir mal. Twitch-Stream-Tracker. Uh, da, da, da. Und ich stream auch noch in der fucking in der Mitten in der Nacht, ne? Also <laughs> About uh, So, gucken wir mal, hier ist er. Da ist er. View. Hallo? Gucken. Okay. Uh, 127 Average, naja. Seit wann streamt der? Seit 2020. Okay, wann ist es hochgegangen? Also er hat eigentlich immer da rumgekrebst mit äh, 7, 8, 7 Zuschauer Average. Fucking zwei Jahre, drei Jahre mit 6, 7 Average Zuschauern. Komplett am Rumkrebsen. Wann ist es hochgegangen? Oktober, November. Hier ist es auf einmal hochgegangen. Ah, woran könnte das denn wohl liegen, dass es dann hier auf einmal hochgegangen ist? Und wieso redet man seitdem immer über diesen Neitan? Gibt es da vielleicht einen Zusammenhang zwischen dem hier und dem Reden über diesen Neitan? Ne? Ich weiß es nicht so genau. Nur so eine Vermutung. Rein aus der Kompetenz betrachtet, könnte ich mir nie im Leben vorstellen, dass Neitan aufgrund seiner... Leistung als Lehrer so beliebt war. Also bleibt irgendwie nur so dieses, ja, war er beliebt, weil er Freistunden gegeben hat oder weil die Lehrer, weil die Kinder da einfach nur tun konnten, was sie wollen. Also ist jetzt keine Unterstellung, nur ich frage mich halt, wie, inwieweit er beliebt war. Mhm. Ähm, ja. Aber ich finde halt wirklich, wirklich, wirklich nicht, dass Neitan den Eindruck macht von einem... Okay, äh, 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 da müssen wir auch reinschreiben. Äh er es ist nicht möglich, dass er aufgrund von gutem Unterricht bei sei, seinen Schü Schülern beliebt war. Äh, ich möchte das kurz auflösen, das Rätsel. Erstens, ich habe interessanten Unterricht gemacht. Also ich habe Dinge aufgegriffen, die, die jungen Leute interessiert haben. Also über aktuelle Dinge geredet. Ich habe versucht, die Schüler zum, zum, zum Nachdenken zu ermutigen. Das heißt, sehr, sehr viel Selbstdenkende Tätigkeit, sehr, sehr viel selbst erarbeiten, sehr, sehr viel Gruppenarbeit, sehr, sehr viel miteinander reden und dann aber auch mit Struktur. Gleichzeitig habe ich versucht, den SchülerInnen eine möglichst sichere Lernatmosphäre zu gewährleisten, weil ich kein großer Fan von, vom Repressalienapparat der Schule bin. Das heißt, ich bin hingegangen und habe gesagt, so, äh, dass ich Noten nun mal kritisch sehe, aber ich bin halt im System gefangen und muss den SchülerInnen Noten geben. Hab dann aber gleichzeitig erklärt, dass äh, äh, ne, wie ich das sehe und ähm, dass äh, es eben nun mal ja bestimmte Regeln gibt, die man einhalten muss und dann muss man sich eigentlich über ein Defizit bei mir keine Sorgen machen. So. Jetzt kann man sagen, okay, ah, der ist beliebt, weil er den Schülern einfach gratis gute Noten gegeben hat. Nee, nee, ich habe keinen gratis guten Noten gegeben, ne? Ich muss mich natürlich an die Bewertungskriterien halten. So, aber ich habe zumindest versucht, die obere Spitze abzuschneiden, also die Repressalienspitze, so gut es geht abzuschneiden und ähm, habe Unterricht als nicht als ich stehe da als Autorität und lehre, sondern ich habe Unterricht als wird aufgefasst, wo wir als gleichberechtigte Teile des Unterrichts möglichst, also man kann keine vollständige Gleichberechtigung herstellen, es geht nicht, ne, funktioniert nicht, weil es halt einfach ein autoritäres Schulsystem ist, aber so gleichberechtigt wie möglich Teile des Unterrichts gemeinsam etwas erarbeiten. Und das hat wirklich ziemlich gut funktioniert. Hm. Ja. Also ich war keiner von den Lehrkräften, wo es über Tische und Bänke ging, ne, sondern da wurde gearbeitet bei mir im Unterricht. Aber die hat die Kinder hat Spaß dabei, ne, weil weil ich halt auch viel, so zum Beispiel in Philosophie, viele Dinge ne, wenn es um philosophische Problemstellungen ging, dann, dann habe ich dann nicht mit irgendwelchen verstaubten Texten gearbeitet, die wir dann durchgeackert sind, sondern ich habe Auszüge aus diesen Texten genommen, die die interessanten Dinge auf den Punkt bringen, ne, beispielsweise, und das Ganze dann mit Beispielen aus beispielsweise Filmen oder so weiter unterfüttert und dann daraus eine interessante Gruppenarbeit gemacht, wo ein offen gemeinschaftlich irgendwas erarbeitet werden konnte. Und das hat dann Spaß gemacht. Ne, das hat die Hirnmuskeln angeregt. Naja. Guten, beliebten Lehrer. Also beliebt. Ver Warum bist du jetzt kein Lehrer mehr eigentlich? Weil ich Autist bin und äh, mit äh, den Umständen, den Rahmenbedingungen nicht klargekommen bin. Also ich habe nicht genug Regenerationszeiten bekommen und bin darüber krank geworden. Ja. Also ich brauche halt zur Regeneration, muss, muss ich halt äh, Zeit für mich haben und meine Ruhe haben und äh, das war nicht möglich. Es ging nicht. Steht ihr? beliebt sein, ein, so dieses, diesen Beliebtheitsgrad strahlt er halt in keinster Weise aus. Ähm Und keine Ahnung. Deswegen frage ich mich halt, ob das einfach nur bei ihm jetzt eine Phase ist. Vielleicht war er ja wirklich ein guter Lehrer, hat aber gar keinen Bock mehr drauf, will das einfach nicht mehr machen ist ihm einfach zu viel geworden. Na, vielleicht mhm. ist das ja auch alles ein Teil seines Prozesses momentan, weswegen er auch aufgehört hat oder sowas. Aber an sich hat er ja das Werkzeug gelernt, versteht ihr? Also Nathan hat ja zumindest das Handwerk des Lehrers gelernt. Also rein, rein jetzt objektiv, ja, ja nicht mal, objektiv. also jetzt rein so betrachtet, wenn man, oder laut Papier, sagen wir es mal so, wenn wir jetzt nur nach dem Papier gehen würden, dann hätte ja neid also sollte Neitan ja erst einmal die Professionen haben für den Lehrer. Also er müsste eigentlich wissen, wie man lehrt. So, also er tut es aber halt nur nicht. und Ist halt schade, ne? An sich wäre es ja cool, sehr wenn deep. wir jemanden hätten. Also es wäre ja eigentlich voll geil, wenn wirklich Neitan so ein beliebter Mensch wäre, ein beliebter Lehrer. Und wir hätten quasi in, in, auf Twitch und auf YouTube. Einen, einen Menschen, der sympathisch ist, der auch voll geil lehren kann. Mhm. Und das auch noch mit einer guten Reichweite. Versteht ihr, was ich meine? Das wäre ja eigentlich voll die Bereicherung für Social Media. Aber ich weiß nicht, ob es euch wie mir geht. Ich finde das, was Neitan sagt, Blatt. was er. Das fand ich einfach nur witzig hier. <laughs> Na, dann ist echt auf Thema hier. <laughs> geht den schon auf den Sack. Den geht das schon auf den Sack, dass der einfach jeden Tag über mich am Labern ist. Was ich, was, warum ich die Schlechtigkeit der Welt bin. Geht dem eigenen, geht dem eigenen Publikum schon auf die Eier. <laughs> und das, was man von oh, ihm Mann, sieht, ey. ist nicht ein und dasselbe. Versteht ihr, was ich damit sagen will? Es wirkt nicht so, als ob es dasselbe wäre. Ja. Ich, frage mich, wo, äh, ich frage mich, woran man das äh, bemisst. Er hat ja nicht als Lehrer, sondern, sondern Aktivist auf Twitch unterwegs. Und da ist die Frage: Verfolgt man seine Streams oder bezieht man sich auf Ausschnitte, welche nur Facetten zeigen? Ich werde ab morgen mit Overhead-Projektor streamen. Ich sage euch, wie es ist. Also, ich bemesse das ja. Also be Damit das einfach ein bisschen lehrermäßiger rüberkommt hier. persönlich bemesse das an seinen Aussagen. Also ich, ich bemesse das an, an Neitans eigenen Aussagen und an nichts anderem. Mhm. Weil, wenn er halt immer wieder von einem pädagogischen Ansatz von sich selber spricht, ja, ein pädagogischer Ansatz hier, soll ich mit dir als Pädagoge reden oder nicht? Ich habe genau ein einziges Mal darüber geredet, dass ich Pädagoge bin und äh, einen pädagogischen Ansatz angeboten. Und das, weil ich mit einem 16-Jährigen in dein Talk gegangen bin. Das ist ein einziges Mal. Ne? Aber gut. Ich habe noch nie gesagt, dass ich in meinem Stream einen pädagogischen Ansatz verfolge. Noch nie. Never, 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 ever. Ich Meint, ich habe eine Zuschauerschaft, mir mitten in der Nacht, die wahrscheinlich average irgendwas mit 25 bis 35 alt ist. Pädagogik ist für Kinder. Aber gut, würde nie auf die Idee kommen zu sagen, ich habe hier einen pädagogischen Anspruch. Niemals. Ähm, ich war ein beliebter Lehrer. So dann stelle ich mir natürlich schon die Frage, ähm, was hat? Also das war jetzt, das war jetzt sozusagen die erste Begründung, die er angeführt hat. Ne? Äh, können wir eigentlich ins Forschungsdokument schreiben? Wir können das eigentlich ins Forschungsdokument schreiben. Ähm, Begründung. Er hat gesagt, er begründet das mit den Aussagen von diesen Neitern. So, jetzt haben wir das erste Mal eine Begründung. Ich verfolge einen pädagogischen Ansatz. So, das ist jetzt sozusagen das erste Mal. Das machen wir mal rot. Das war die erste Begründung. Obwohl, nein, Moment, wir machen das so. Wir machen äh, das hier schwarz und dann machen wir das rot, dann kann man das gut sehen, wo eine Begründung ist. Okay. Die aber leider im Text nicht zu finden ist. Ne? Also wenn ich jetzt wieder in, meinen Lehrer, in meine Lehrerrolle schlüpfe, diese Begründung ist im Text Neiter nicht zu finden, weil Neiter nie gesagt hat, dass er einen pädagogischen Ansatz verfolgt. Wir sind wir leider immer noch bei ungenügend. Von der Note. Okay, Lehrer wieder auf. Als Lehrer beliebt gemacht. Was war deine Art des Lehrens? Weil Text hat es auch gerade nochmal geschrieben und da muss ich aber sagen, ich finde, man merkt es Lehrer, also manchen Lehrern merkt man es an, dass sie Lehrer sind. Also ich würde sogar so weit gehen und sagen, man merkt einem Menschen einfach an, wenn er sich jahrelang auf etwas professionalisiert hat. So, das, das, das fließt irgendwann mal in das Privatleben mit ein. Nehmen wir mal, ich habe in meiner Familie zum Beispiel einige Psychotherapeuten und Psychologen. Ah, da, deswegen kann er das so gut. Okay. So, die sind natürlich privat nicht psychologisch, also die sind natürlich nicht wie Therapeuten unterwegs, aber es gibt Momente, wie zum Beispiel in Streits oder halt generell in irgendwelchen Konflikten, wo man ihnen ihre Profession einfach anmerkt, wo sie einfach anders reagieren, weil sie es gelernt haben. You know what I mean? You know? Und das ist das, was mir bei Nathan komplett fehlt, hm. weil das merkt man bei ihm zu keinem Zeitpunkt. Also ich habe zu keiner Sekunde das Gefühl, der, der erinnert mich jetzt an irgendeinen Lehrer. Wisst ihr, was ich meine? So, der hat jetzt irgendwas, was jetzt einen Lehrer ausmacht in der Profession. Hm. Okay, also da, da, das können wir auch äh, reinschreiben. Das ist dieses äh äh, no real Scotsman Ding, ne? Äh, er macht den Eindruck, er sei kein Lehrer, Oder kein kein echter Lehrer. No real Scotsman. So, ups, so. Ja, okay, jetzt haben wir schon mehrere Angriffe auf mich als äh, Lehrkraft gehabt. Okay, das kann, ja, gut. Also vor allen Dingen, während er einleitend ja gesagt hat, dass er kein Urteil über mich als Lehrer fällen möchte, werden ja jetzt schon ziemlich viele Urteile über mich als Lehrer gefällt, würde ich mal sagen. Ne? Aber gut. So, das ist so der Punkt ein bisschen. Das ist der Punkt. So, also, verstehe, also weißt du, was ich meine, Feuerer-Tix? Also, es gehört ja schon irgendwo auch eine gewisse Persönlichkeit dazu, oder? Also, außer man hat einen Beruf gelernt, einfach nur um den Beruf gelernt zu haben. Aber wenn man jetzt so ein bisschen davon ausgeht, dass auch der Beruf irgendwie auch ein Teil, also auch zum Teil eine gewisse Berufung ist, finde ich schon, dass man das einem Menschen in einem gewissen Maß schon ein bisschen anmerken kann. So ein bisschen, zumindest. Umgekehrt kann das aber auch so sein, dass man Menschen ihre Berufung einfach wirklich ansieht. Also auch ohne, dass man etwas gelernt hat, aber die Person einfach brutal etwas ausstrahlt. Also, was will ich damit sagen? Damit will ich sagen, die Frage ist: War Neid, also, ist, also sieht Neidhan das als seine Berufung an, Lehrer geworden zu sein? Oder ist er einfach nur Lehrer geworden, weil, keine Ahnung, seine Eltern das verlangt haben oder weil es einfach gerade. Der leichteste Weg war, der Weg des geringsten Widerstands. Ja, ist total easy, Lehrer zu werden, ne? äh, Fünf Semester Regelschulenzeit äh, mit mehreren Praktika und danach noch anderthalb Jahre Referendariat, was einfach nur eine komplette Klapse ist, das ist echt easy. Ist easy cheesy, kann man einfach mal so machen. Ne? Macht man auch, wenn man da eigentlich keinen Bock drauf hat. Ne? Das ist halt so ein einfacher Weg des geringsten Widerstands. Ja. Einfach drei Fächer parallel zu studieren, über fünf Jahre Regelstudienzeit und danach noch anderthalb Jahre durch die komplette Hölle zu gehen im Referendariat, wo du einfach nur der Arsch und der Fußabtreter für jeden bist, das macht man einfach so mal auf verlinkten Arschbacke. Ne? Das ist gar kein Problem. Ja. Nee, ist schon meine Berufung. Ne? Und ja, es hat nicht geklappt. Ja, ich bin krank geworden. Ich bin halt im Autismus-Spektrum und bin nicht klargekommen mit den Umständen an der Schule. Langfristig. Ja. So. Und jetzt? Ich finde es halt ein bisschen wack, so Ferndiagnosen zu machen, was das angeht. Das ist schon ziemlich übergriffig. Ne? Ich muss mal ganz ehrlich mal kurz äh, kurz ehrlich Anmerkung bei aller Lustigkeit. You know, also so wisst ihr, was ich damit sagen will. Aber genauso wie es du, du gerade, wenn du Erholung brauchst, muss Ref hart gewesen sein. Ja, von Dariat ist die Hölle. Ja. Du Lernst manchmal im Leben Menschen kennen. Die sind vielleicht Klempner. Blöd gesagt ist, okay? Ein blödes, also kein blödes Beispiel, ein gutes Beispiel finde ich. Die sind Klempner vom Beruf. Aber wenn du ihnen, wenn du ihnen privat begegnest, du weißt nicht, was sie beruflich machen, dann wirken sie wie extrem kompetente Zuhörer oder sowas. So, dann könntest du auch sagen: Boah, kann es irgendwie sein, dass du Therapeut bist oder kann es sein, dass du ne, irgendwas in der Richtung bist. Und da sagt er, ja, nö, ich bin Klempner. Also, man muss ja auch schon sagen, teilweise merkt man Menschen auch einfach an, was so ihr. Was halt so in ihren Herzen ist, oder? Mhm. So, was, mhm. was in ihnen brennt. Ja, ja. Und es gibt nun mal Berufe, und äh, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber zum Beispiel der Beruf des Lehrers ist definitiv einer, wo man es Lehrern extrem ansieht, ob sie es vom Herzen machen oder ob sie es einfach nur machen, weil es ihr Job ist. Das merkst du in allen Berufen, das merkst du in der Gastronomie. Du merkst es in der Gastronomie brutal, ob jemand das gerne tut oder ob jemand dafür geschaffen ist oder ob jemand nicht dafür geschaffen ist. Man merkt das. Das merkt vielleicht nicht jeder, vielleicht braucht man dafür auch eine gewisse Grundempathie. Aber grundsätzlich würde ich sagen, wenn man für eine gewisse Sache überhaupt nicht beschaffen ist, dann wird man sie auch nicht gut machen können langfristig. Dann wird man höchstens die Leute täuschen können die, sage ich mal, sehr oberflächlich etwas nur betrachten können, denen vielleicht auch selbst die Kompetenz fehlt, um das zu erkennen. Hey, vielleicht bin ich dafür nicht geschaffen, ne? Ich habe zum Beispiel solche Sachen gemacht, wie Selbstmordgefährdeten Kindern in der Pandemie äh, eine Note besser in, in Klausuren zu geben, ne? Weswegen ich Stress bekommen habe mit der Schulleitung und auch mit Kolleginnen. Wo ich dann einfach gesagt habe, es ist mir scheißegal. Vielleicht bin ich dafür einfach nicht geeignet dann in dem Moment, ne? Maybe maybe bin ich da als Lehrkraft nicht geeignet, kann schon sein. Also man kann damit quasi nur weniger kompetente Leute täuschen, aber jemand der in der Kompetenz ist, der wird das weniger mehr, also der wird da weniger für täuschbar sein. Man kann doch Menschen nicht auf ihren Beruf re reduzieren. Ja, eben genau das eben, das ist ja gerade was ich sagen will. Ich will ja eben einen Menschen nicht auf seinen Beruf reduzieren. Ich, ich will damit nur sagen, dass es eben drauf ankommt, wofür ein Mensch lebt. Und du merkst das einfach, wofür ein Mensch lebt. Und ich meine, Leute, komm schon, müssen wir uns jetzt wirklich. Also, ich glaube, Battlefood lebt für die Ferndiagnose dieses Neitans. Ich glaube, das ist so ein bisschen seine Passion, ja. Müssen wir jetzt ein Thema darüber anfangen, dass es Menschen gibt, die in einer Sache besser sind als andere? Mhm. Nicht jeder Therapeut ist gleich gut. Es gibt manche Therapeuten, die erreichen ihre Patienten besser als andere Therapeuten, weil manche einfach nicht das Zeug dazu haben, weil manche Therapeuten einfach nicht die Empathie haben, um sich in ihre Patienten reinzufühlen zum Beispiel. Also fließen da einfach gewisse Stärken schon mit rein, was einem zum Beispiel zu einem besseren. Ich bin mega allergisch, wenn der Metzger dem Bäcker beibringen will, wie der Bäcker seinen Beruf zu machen hat. Ja, das ist äh, so, eine, so, eine, so eine Eigenart, die ist schon ein bisschen merkwürdig. Ich erzähle ihm ja auch nicht wie ein technischer Zeichner. Ich glaube er hat mir im Talk gesagt, er technischer Zeichner, wie der zu arbeiten hat und wie der von seiner Persönlichkeit zu äh, wie ein technischer Zeichner von seiner Persönlichkeit her strukturiert sein sollte. Ähm, die einzige Person, die das bisher bisher äh, bei mir gemacht hat, mir zu erklären, wie ich als Lehrer zu sein habe und wie ich als Lehrer ähm, quasi zu unterrichten habe und so es war meine Schwester. Und das habe ich dann in der Therapie mal angesprochen und meine Therapeutin meinte, das machen nur Narzissten. Also nur Narzissten gehen hin und sagen, ähm, äh, sagen einer Person, die sehr viel tiefer in einem Thema drin ist und die sehr viel mehr Fachkompetenz hat in einem Thema äh, von oben herab, wie sie zu sein und wie sie zu, äh, wie sie zu unterrichten haben. So, das war jedenfalls das Urteil me de, de, ne, meiner Therapeutin an dem Moment. Ist dein Beruf jetzt ein Eitan-Experte? <laughs> Der redet ja immer noch über dich. Ja, der, der redet stundenlang über mich. Seit drei Monaten. Das muss man auch erstmal hinkriegen, so. Das ist schon eine, ist schon eine Leistung, muss man sagen. Äh. Grüß dich, Baba, übrigens, ne? So, weiter. Lehrer machen oder was eine Person zu einem besseren Therapeuten machen. Beispielsweise, also gerade in Sozialberufen, finde ich, merkt man, dass... Du dachte, das hat in eurem Talk aufgehört? Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Das, der, ey, guck mal. Ne, das, das lohnt sich halt über mich zu reden, ne? Das bringt halt Klicks. Ja? Das ist halt. Seit der über mich quatscht, ist der über 100 Average. Guck's mal an, der hat hier, der hat hier, äh, Anfang 2020 hat er angefangen zu streamen. Komplett. Guck mal, hier, der hat richtig viel Stunden auch gestreamt, ne? Richtig viele Stunden. 7 Average, die ganze Zeit. Und dann fängt er an, über Nathan zu reden. Bumm, geht's Skyrocket in den Himmel. So kann man ihm ja kaum vorwerfen, oder? Sogar enorm, ob jemand für etwas lebt oder nicht. Aber ist ja auch Werbung für mich, ne? Äh, jede, je, jede, wie sagt man, jede Publicity ist gute Publicity, oder wie heißt das? Ist ja auch Werbung für mich, so. Der kann ja, je öfter der über mich labert, desto mehr Leute wollen rausfinden, ob das alles stimmt, was er sagt, und dann kommen die auch zu mir. Ist doch so in die Ordnung. Und die Karriere von Christian Lindner. Sie? Ja. Elf. Äh, Bern, vielen, vielen Dank für elf Monate. Vielen Dank. Ich meine, es macht auch Unterschied, ob ein Mensch ein guter Mensch ist oder ob jemand nur einen guten Menschen spielt. Am Ende wirst du den guten Menschen irgendwie schon noch mal raussehen können. Naja. Genau Feuertics. Na, Mehr habe ich ja nicht gesagt. Also das ist ja genau meine Wortwahl. Also ich hoffe, das ist jetzt irgendwie angekommen, auch wenn das vielleicht jetzt für die ein oder andere verwirrend war. Aber genau das war ja meine Aussage. Also ich kann Neitan nicht als Lehrer be bewerten, wenn ich ihn als Lehrer noch nie arbeiten sehen habe. Okay, okay, okay. Wir gucken noch mal ins Forschungsdokument. Äh, Neitan nutzt sein Potenzial als Lehrer nicht und macht nichts Lehrreiches. Ähm, er kann als Lehrer keine Menschen begeistern und mitreißen. Äh, es ist nicht möglich, dass er aufgrund von gutem Unterricht bei seinen Schülerinnen beliebt war. Und äh, er macht auf mich den Eindruck, er sei kein echter Lehrer. Das waren so alles seine Aussagen. Und jetzt sagt er, ich kann und will nicht über. Na oh gut. Äh, äh, also, da sind wir dann, wäre jetzt im Analyse-Part, ne, also in der Analysis, wäre hier halt eine ganz klare Contradiction. Also, er würde sich selbst widerlegen in dem Moment, wäre auch ungenügend. Um das nochmal als Lehrer aufzugreifen. Wenn du in deiner eigenen Argumentation dich selbst widerlegst, dann ist das ungenügend, ja. Also, wenn du auf der einen Seite sagst äh, A ah, und dann an der nächsten Stelle im Text irgendwo sagst nicht A, ah, dann hast du dich selber widerlegt und das ist dann wirklich nicht gut für die Bewertung der Gesamtklausur. Wie er als das ist so ziemlich das Beschissenste, was du machen kannst in der Analysis, ne? Lehrer drauf ist, so, keine Ahnung. Weiß ich ja nicht. Das soll ja, ja, deswegen führe ich das ja gerade ein bisschen vor. Ich bewerte das jetzt hier wie eine Englischklausur. Letztlich dem entgegenwirken, sogar tatsächlich, dass halt Leute eben sagen, und der ist Lehrer. Aber auch wenn ich das selber gesagt habe. Aber was ich halt dennoch sagen wollte, was ich aber auch sagen wollte oder was ich auch gesagt habe, ist eben, dass ich aber halt von dem was er als Lehrer gelernt. Ich glaube jetzt ich glaube jetzt irgendwie so vor vor 30 Sekunden oder so habe ich einen Stream angemacht und habe mir das angeguckt hier. So je, ab jetzt wei weiß ich glaube ich, was kommt bis, äh, bis zu dem Moment, wo ich wieder rausgehe. Ja. Weiß es auch nicht so wirklich gemerkt habe, aber gut, bleiben wir, bleiben, wir, bleiben wir am Ball. und ich habe selber keinen Lehramt studiert, deswegen keine Ahnung, was man im was er alles können könnte, aber ich finde es halt ein bisschen schade, dass man halt so davon nichts wirklich von ihm sieht. Also keine Ahnung, ob man als Lehrer auch irgendwie so gewisse Reflektionstechniken lernt oder whatever, I don't know. Aber wie gesagt, merke ich halt nicht so. Okay, also das können wir auch ins Forschungsdokument reinschreiben. Äh, er ist äh, unreflektiert. Ne, also, er merkt nichts davon, dass ich Reflektionstechnik kann. Also bin ich offensichtlich unreflektiert. Gut, das haben wir auch. Gut, 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 gut. Das wird sicherlich jetzt begründet werden, oder? Was können Lehrer eigentlich? <laughs> Keine Ahnung. Aber weiß nicht. Du, du lernst doch als Lehrer bestimmt. Wie du zumindest Wissen methodisch richtig beibringen kannst, oder nicht? Also, das ist doch, das ist doch Safe Call etwas, was man, was so, was zur Grundausbildung eines Lehrers gehören sollte, oder? Also, jetzt, come on, Bro. Wenn das nicht so ist, dann sollten wir aber ganz schnell unser ganzes System reformieren. Aber du lernst auch Minimum quasi methodisch zu arbeiten. Und seid sei mir nicht böse, aber nichts an dem, was Nathan macht, ist ansatzweise methodisch. Okay, 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 können wir auch ins Forschungsdokument reinschreiben. Es kam jetzt leider, leider keine Begründung für die Aussage, dass ich unreflektiert bin. Ähm, aber gut, äh, er, ähm, hat keine, kein, ähm, er, er kann kein Wissen ermitteln weil er kein äh, me me methodisches Vorgehen ähm, gelernt hat. Gut. Ähm, wobei er gesagt hat: Es war er, er hat eher gesagt, ich würde kein methodisches Vorgehen beherrschen. beherrschen. Und das war eher ja die Aussage, ne? Weil er kein methodisches Vorgehen beherrscht. Ähm, gut, gut. Dann weiter. Bitte? Oder methodisch lehrend oder methodische Herangehensweisen an Wissen oder sonst irgendwas. Also nicht, dass ich das jemals gesehen hätte, zumindest. Ganz im Gegenteil. Es wirkt teilweise sogar echt ziemlich wirr alles. Zum Glück ist das hier alles ein roter Faden und alles sehr gut begründet und äh, logisch aufeinander aufgebaute Argumente, die wir hier finden. Ne? Das ist ja äh kann man schon sehen. Es ist nicht etwa nur ein Upbranden über eine Person. Auf äh, Gala- oder Bunte Niveau. Nee, nee. Du unterstellst ihm, dass er das überhaupt will. Eben nicht. Mir, ich wünsche mir das. Das ist. Jetzt sind wir. Schau mal, Just bar. Wir sind hier, jetzt, hast du, jetzt, jetzt sind wir da, wo ich wollte, dass du bist. Und am besten alle sind. Also das unterstelle ich ihm ja eben nicht, aber ich wünschte es mir, es wäre so. Das ist ja genau das, was ich meine, das, wär, das wäre voll die Bereicherung für, für... Mein Nathan ist nicht methodisch, er ist vielleicht Lehrer, ein Woki, unmethodisch oder ein 3. Kommunist, 3. aber er ist garantiert du kein Pornostar. Ganz schön unmethodisch. Das ist ungefähr das Niveau, ne? Finde ich für unsere Landschaft Social Media, Twitch, YouTube. Ich finde das schade. Na, ich unterstelle ihm das ja eben nicht, aber ich finde es schade. Es wäre schön, wenn wir Leute. Danke dir für die Bits, Gseltron. hätten, Mehr Leute hätten. Es gibt ja ein paar. Es gibt ja Leute auf YouTube, die Lehrer sind und die, guten, die gute Inhalte machen. Ähm, aber wäre halt schön, wenn halt. Er will nur das Beste für Neitan, jetzt verstehe ich. Ja, es ist nicht etwa Gaslighting, ne, er möchte einfach nur das Beste für mich. Er wünscht sich einfach, dass ich mein volles Potenzial entfalte. Es <laughs> ist es ist auf gar keinen Fall Gaslighting. Nein, nein. einer davon wäre. Ja, würde ich auch sagen Shinobi. Also, ich kann auch hm. nur aus meiner persönlichen Erfahrung sprechen. Also Gaslighting bedeutet so, du du versuch, also du du äh, greifst eine Person in ihrer Persönlichkeit an, in ihrem Wirken an, versuchst die Person damit zu verunsichern und ähm, ihr sozusagen eine ein, äh, Mängel in ihrem Charakter und in ihrem Agieren zu, anzudichten, ne? ohne dabei direkt zu beleidigen. Das ist halt eine sehr perfide Form von äh, wie man Menschen herabwürdigen oder wie man über Menschen ähm, eben Negativurteile fällen kann oder Menschen eben auch vor anderen Menschen runterputzen kann, ohne Schimpfworte zu benutzen. Man äh, macht das eben auf diese Gaslighting-Art, indem man einfach der Person alle möglichen psychischen oder charakterlichen Zustände andichtet und wilde Vermutungen darüber äußert, wie die Person denn wohl ähm, zu bestimmten Urteilen kommt oder zu bestimmten Handlungsweisen kommt und so weiter. Das ist Gaslighting. Das ist so eine, eine, wie soll man sagen, eine feige Form des Beleidigens. Und ich kann auch nur sagen, dass die besten Lehrer in meinem Leben, die ich jemals hatte, waren immer die, die mich auch begeistern konnten. Für ein Thema. Ich weiß auch nicht, wer der Dude ist. Ich verstehe auch die Thematik nicht. Habt ihr Beef? Ja, ihr wisst wahrscheinlich alle nicht, wer der ist, weil, weil ich den hier nie thematisiere. Aber der redet halt seit drei Monaten über mich. Und ich, ich, ich werde das jetzt einfach mal hier forsche, for, forschend, analytisch auseinandernehmen. Analytisch forschend habe ich jetzt ein Forschungsdokument aufgemacht, wo das hier jetzt mal alles äh, tatsächlich zusammengefasst wird, was hier eigentlich alles an fundierter Kritik an diesem Neitern geäußert wird. Also ich finde schon, dass er viele Inhalte ganz gut rüberbringt, zum Beispiel über Klimawandel. Habe ich noch nicht gesehen. Das Problem ist halt auch mal, Leila, ich würde es ja gerne sehen, aber darüber redet man halt leider nie über ihn. Also man muss auch einfach sagen, Neitan wird dadurch auch nicht auffällig. Aber Nitan promotet Richtig. das auch selber nicht, muss man zugeben. Richtig. Okay, äh, also... Neitern wird nicht auffällig äh, beim Thema Klimawandel und er promotet äh, das auch nicht. Okay, das ist ja einfach straight up falsch, aber gut. Ist zwar, ist, also ist zwar nur irgendwie ein Kernthema meines Kanals, seit es den Kanal gibt. Uh, und eigentlich andauernd Thema hier und wird sehr wissenschaftlich besprochen. Uh, ich habe ungefähr, keine Ahnung, einen Quellenordner mit über 300 Quellen zum Thema Klimawandel, die ich hier regelmäßig bespreche und zeige, in bestimmten Zusammenhängen. Gucken wir uns ständig Videos darüber an. Aber gut, uh, das, ist, da fällt, das fällt nicht auf bei diesem Neitan und er promotet das auch nicht. Richtig. Uh, ich sage zwar ungefähr alle fünf Minuten, dass ich seit über zehn Jahren Klimaaktivist bin, dass ich bei der letzten Generation gewesen bin. Äh, dass ich in verschiedenen äh, Organisationen eben aktivistisch tätig gewesen bin und so, was das Thema Klima angeht, aber richtig, das ist halt einfach ein Thema, was bei mir eigentlich so wie wenig vorkommt. Ja, korrekt. Äh. Aber ich kann halt Neitan nach dem bewerten, was ich über ihn gehört habe. Mhm. Hören sagen immer eine gute Grundlage für Bewertungen. Hören sagen immer sehr gut. Oh, danke dir, Just war. Wahrscheinlich hast du mir einen Sub geschenkt, oder? <laughs> danke dir. Ähm, wir können da gleich schauen, ja. Können wir gleich machen. Na, also ich bewerte halt Nathan nach dem, was ich halt erlebt habe. Und ich meine, also das, was ich mit Nathan erlebt habe, meine Erlebnisse mit ihm, okay? Und ich bin bei euch. Wenn ihr mir sagt, hey, about a fruit, ich finde es nicht okay, wenn man über Leute redet, ohne so mit ihnen Berührungspunkte gehabt zu haben. Aber ich finde, das ist mein gutes Recht, dass ich zumindest Naitan da bewerten darf, vollkommen bewerten darf, in den Momenten, wo ich mit ihm privaten Kontakt hatte, also meine Gespräche mit ihm hatte. Ähm also, wir hatten nie privaten Kontakt, ne? Ich habe zwei Gespräche mit ihm geführt, die waren beide on stream. Und da muss ich einfach sagen, hat sich Neitan einfach absolut wirr verhalten. Also absolut wirr. Auch, auch Reaktion auf mich. Allein, dass er mich Hohlfrucht und so nennt. Also mm, okay. Äh, so okay. Also wir wir schreiben wir schreiben auf. Äh, er äh, ist wirr in Gesprächen. Ich fand eigentlich mein letztes Gespräch mit ihm ziemlich strukturiert, muss ich sagen. Also da habe ich ähm, versucht, seine Begründung, warum er mich einen Faschisten nennt, sehr sachlich auseinanderzunehmen. Ne? Also er hat mir dann die Säulen des Faschismus genannt. Wir sind die Punkt für Punkt durchgegangen. Ich habe das so ein bisschen angeleitet und... Äh, am Ende hat er, äh, beziehungsweise er hat sich direkt am Anfang dafür entschuldigt, dass er mich Faschist genannt hat. Aber ich wollte trotzdem wissen, wie er darauf gekommen ist. Und dann haben wir das eigentlich ziemlich strukturiert äh, aufgearbeitet. Und äh, eigentlich war dann jeder Punkt widerlegt worden im, im Gespräch. Also wir konnten das ganz gut aufklären, dass das eben nicht stimmt, dass ich ein Faschist bin. Ja? <laughs> ich meine, man muss auch einfach solche Dinge mal sachlich klären. Das ist auch richtig, sehr wichtig. Erneitern. Hey, oh, das nichts. So Gaslighting hätte ich jetzt auch noch was zu sagen, aber damit mag ich nicht anfangen, weil ich eigentlich was anderes schreiben wollte. Ich mag ja Fruti, aber ich äh, fand das nicht okay, deinen Beruf einfach so mit reinzuziehen und in Kombination mit dem Gemütszustand. Man tritt beispielsweise auf Twitch auf äh, und Leute beurteilen die Kompetenz. Das kann auch in Klammern mir persönlich echt wehtun. Insbesondere, wenn man gerade in Klammern... Oder äh, sei es für länger, äh, schrägstrich immer, eine Pause macht aus persönlichen Gründen. Ja, äh, würde ich dir absolut zustimmen, Feueratix. Da, äh, da, danke für deine Worte. Es ist wirklich ähm, eine sehr persönliche Angelegenheit, dass ich meine Berufung nicht ausüben kann, aus gesundheitlichen Gründen. Das ist äh, eigentlich so die größte Tragödie, die in meinem Leben passiert ist. Und ähm, ich glaube, du hast das schon ganz gut getroffen, gerade mit deinen Worten. Es ist nicht einfach. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich dann angefangen habe, dann in seinen Chat zu schreiben, weil mich das halt wirklich ähm, aufgeregt hat. Ne? Ja, so, okay. Äh. Also absolut wildes Verhalten einfach. Und ich will da auch anmerken: der erste, der mich beleidigt hat, war Neitan, nicht ich. Also, wenn man jetzt, wenn, wenn man jetzt sich fragt, ja, wer hat wen zuerst beleidigt mit den Beleidigungen, hat Neitan angefangen? Ich war nicht derjenige, der angefangen hat, ihn zu beleidigen oder sonst irgendwas. Soweit ich mich erinnern kann, war. habe ich ihn nur. also ich, ich habe ihn dumm genannt in unserem ersten Gespräch, aber er hat mich gefragt. Also er hat gesagt, hältst du mich für dumm? Dann habe ich gesagt, ja, das ist schon ziemlich dumm. So, also er hat danach gefragt und dann habe ich geantwortet. Ne? Ist halt, ich bin halt Autist so, ich nehme dann auch kein Blatt vor den Mund. So, wenn ich das richtig erinnere, kann ich es zu 100 aber ich meine, ungefähr so wäre es gewesen. Herr ähm. also, Senf, nee, danke für das Vielen, vielen Dank. Danke. Ich meine, ungefähr so wäre gewesen. Er hat gefragt, meinst du, ich bin dumm oder so? Und dann habe ich dann das bejaht. So, das war, das war glaube ich, die, die, die Beleidigung, die, die ich gegen ihn benutzt habe. Das ist aber auch die einzige, die, an die ich mich jetzt irgendwie erinnern kann. Ne? Ich wüsste jetzt keine andere Beleidigung. Irgendwas. Also. also, ich meine, <laughs> er hat mich einen Faschisten genannt. Ne? Also, er hat zwar, er hat gesagt, ich würde faschistoides Verhalten äh, machen, aber das macht ja keinen Unterschied. Wenn du dich verhältst wie ein Faschist, dann bist du ein Faschist. Also das ist ja egal. So, deswegen, ähm, also Hohlfrucht ist auf jeden Fall nicht ein Wort, was von mir gekommen ist. Seit ich das mal aufgegriffen habe oder so, aber es ist keine Wortschöpfung, die ich mir ausgedacht habe. Definitiv nicht. Ich, ich könnte mich jetzt auch nicht erinnern, das mal benutzt zu haben, aber gut. Ähm, wenn du sagst, jemand macht faschistoides Verhalten, ne, wenn, wenn man sich verhält wie ein Faschist, dann ist man ein Faschist. So, und das ist eine, eine, Straf, eine Straftat. Also, ich habe ihn dumm genannt, er hat mich einen Faschisten genannt. Das eine ist, ja gut, eine Beleidigung, das andere ist eine Straftat. So. <laughs> also weiß ich nicht, ob man da unbedingt, ob man da so unbedingt sich exponieren sollte und darüber reden sollte. Ich meine, er hat sich mittlerweile dafür entschuldigt, dennoch hat er es getan. Ne? So, also, meine Erfahrung, meine, meine persönliche Erfahrung mit Nathan, und das, das ging ja auch schon bei den Gesprächen mit Dara, also auch, wo ich mit Dara gesprochen habe und Nathan im Chat so ganz merkwürdigen Schwachsinn geschrieben hat, also das, was ich mit Neitern erlebt habe, okay, könnte man jetzt auch ein Beispiel zeigen, zum Beispiel, weil ich kann mich nicht erinnern, da irgendein Schwachsinn geschrieben zu haben. Wer verdient daran jetzt? Der Investor oder verdient der Verein oder also wenn man sich auch da mit Fußball beschäftigt? Mit Fußball kann ich kein Geld verdienen. Naetan hat aber angefangen. Night on Slam, Night on Slam, Night on Slam, Night on Slam, Night on Slam. Hier einst, ja, ihr Faschistoiden gestalten halt typisch wie die Faschisten selbst. Einen Maximalschlauheitswert von 6 IQ inne. Und bei 8 grunzen schon die xd dreckige Faschisten, ob die echten oder eher hier. Ihr wisst net mal, was echte Faschisten sind, weil eure Kopf einfach nur als Raumglätter dient. Ja, ja also, ähm... Ich meine, allein schon aufzugreifen, was ich in einen Chat schreibe, während er mit Dara redet, ne? Das ist halt auch schon, also man benutzt halt wirklich alles, was ich in irgendeiner Weise im Zusammenhang mit ihm jemals getan habe und breitet das in epischer Breite aus in seinem Stream seit drei Monaten. Ist einfach jenseits von Logik. Also wirklich. Also wenn, wenn man da Neithan, sage ich mal, irgendeine Art von Methodik oder Logik unterstellen will, dann wird man das in Okay, okay, okay. Vor, liebe Forschungsgemeinde, äh, er ist unlogisch in seinem Vor, Vorgehen. Äh, äh, ja. Ähm. Ich weiß nicht, wie deine Situation genau ist, aber so ein bisschen auf meine Art, in Klammern, ich will nichts vergleichen, kann ich es eben auch nachvollziehen. Ich würde mich wahrscheinlich schlecht fühlen, wenn ich sowas hören würde. Und es tut mir leid, wenn es dir gerade so geht. Keiner hier kann äh, über deine berufliche Kompetenz urteilen. Twitch und Beruf sind ohne begründeten Anlass zwei ganz separate Dinge. Jo. Würde ich auch sagen, ne, also äh, alle Leute, die auf Twitch streamen, haben ja letztlich irgendeinen Beruf und ähm, sie sind letzten Endes nicht in, in der Rolle als ähm, auf Twitch nicht in der Rolle ihres Berufes im Regelfall, ne, so gibt da wahrscheinlich Ausnahmen, aber die meisten eher nicht So äh. Dem, was er mit mir gemacht hat nicht finden. Warte mal, was? Neitan erlebt habe, ist einfach jenseits von Logik. Also wirklich. Also wenn, wenn man da Neitan, sag ich mal, irgendeine Art von Methodik oder Logik unterstellen will, dann wird man das in dem, was er mit mir gemacht hat, nicht finden. Mm -hmm. Also, ich habe mit ihm zwei Gespräche geführt. Das erste Gespräch, da habe ich ihm versucht zu erklären, was Transfeindlichkeit ist. Was er auch am Ende hat, er ja auch äh, am Ende des Gespräches hat er auch gesagt, dass er es verstanden hat und dass er das so ähnlich sieht wie ich. Also, wir hatten eigentlich dann einen gemeinsamen Nenner am Ende des Gesprächs. Äh, danach ist er dann irgendwie ganz schön gerudert. Und das zweite Gespräch war darüber, warum er mich einen Faschisten genannt hat. Und dann haben wir das auch sachlich aufgearbeitet und dann hat er hat sich bei mir entschuldigt und dann hat er gesagt, er sieht es jetzt anders. Ich weiß jetzt nicht, wo da die Logik fehlt und was daran jetzt so schlimm ist, aber... Ja, nobody, äh, nobody, da bin ich bei dir. Nur meine Erfahrung naja, hat mir in gewisser Weise nutze ich ja meine Mitarbeiter aus, weil ich zahle denen ziemlich wenig äh, im Verhältnis zu dem, was sie mir einbringen. Äh, just war, vielen Dank für vier Monate, vielen vielen Dank. Du hast den ganzen Scheiß ausgelöst hier, ne? Das ist hoffentlich schon klar, oder? See you. <laughs> Bisher mit Neitern gezeigt. Und deswegen habe ich ja auch darum gebeten, mit ihm privat zu reden. Aber leider hat der Dekaldent immer wieder danach gefragt, dass ich ihn in den Streamtalk ziehen soll. Auch beim letzten Mal mit Karl im Gespräch. Das ist mit mit ich weiß nicht. Ha ich du bist da rein wie eine Granate. Ich wollte nur, dass er mal Inhalte sieht. Ich weiß, aber du hast halt, du hast halt meinen Namen in den Chat geschrieben und jedes Mal, wenn einer meinen Namen in about Food Chat schreibt, dann redet er halt drei Stunden über mich. <laughs> das ist halt so. Das ist jetzt gar nicht als Vorwurf gemeint gewesen. Möglicherweise kann ich mit Naitan, kann ich mit Nathan reden, wenn, wenn kein Stream läuft. Ist nur eine Vermutung von mir, nicht, dass es so ist. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass Naitan kognitiv in der, in der Lage dazu ist, während eines Streams mit jemandem zu reden. Okay, okay, liebe Forschungsgemeinde, da haben wir wieder eine Zuschreibung meiner Person. Er ist kognitiv nicht dazu in der Lage, mit Menschen on-Stream zu, äh, zu reden. Okay. Okay, okay, haben wir, noch, haben wir noch eine Eigenschaft von diesem Neitan? Alles klar. Gut. Ich glaube, der ist, der ist dann irgendwie so in so einem Über jemanden reden-Modus. Mhm. Also als ob das bei ihm so nicht möglich wäre. Als ob, er, als ob er so eine Verpflichtung gegenüber seines Chats und der Öffentlichkeit hätte. So, ich darf jetzt nichts sagen, was die anderen nicht hören wollen. Es muss auf Linie sein. Ich also, ich sag ganz ehrlich, ne, äh, darüber zu diskutieren mit jemandem, ob ich jetzt ein Faschist bin oder nicht, ist jetzt eigentlich nichts, was ich so fühle. Ne? Wo jetzt auch mein Chat das so fühlt, dass ich mit jemandem in den Diskurs gehe und mit dem ausdiskutiere, ob ich jetzt ein Faschist bin oder nicht. Also, das ist jetzt eigentlich nicht. Ich habe mir nur gedacht, so just for the fun, ich habe da gerade Lust drauf, ich will das jetzt ausdiskutieren, ich will das jetzt wissen. Eigentlich ist das nichts, was man diskutieren sollte, sondern das ist eigentlich was, wo man eine Anzeige macht, ne, bei der Polizei. Aber ich habe trotzdem das dann gut auf eine sachliche ruhige Art mit ihm ausdiskutiert. Gut, aber ich, ja, ist Frage des Blickwinkels, würde ich mal sagen. Ich muss den Leuten aus dem Mund sprechen. Alles andere wird mein Verhängnis. Also ich habe nicht das Gefühl bei Neitan und wie gesagt, das kann sich, ich kann mich auch damit komplett irren. Es kann sein, dass er privat genauso unsympathisch für mich ist. Mach wie, raus, Alter. Mach raus. Okay. wie bitte? Entschuldigung. Sie Wichser. Nein. er ist unsympathisch. Okay, das haben wir auch. Haben wir auch aufgeschrieben. Bisher kam immerhin eine Begründung. Die war zwar falsch, ne? Äh, die war zwar falsch, aber eine Begründung hatten wir bis jetzt. Ansonsten sind es hier eigentlich eher alles Unterstellungen, die mit nichts begründet worden sind. Äh, just war, vielen Dank für den Schub, für den, für den Schub -Gift, ja. So. Okay. Hm. Hatte er Faschist oder Faschistoide Verhaltensweisen? Äh, Schrägstrich, was auch immer gesagt. Er hat, er, er hat gesagt, ich hätte alle äh, Verhaltensweisen eines Faschisten. Ne? Faschistoide Verhaltensweisen. Und wenn ich mich eins zu eins wie ein Faschist verhalte, na dann bin ich wohl einer. Also, ob man jetzt sagt, ich verhalte mich wie ein Faschist und äh, verfolge alle faschistischen Verhaltensweisen, oder ob man sagt, ich bin ein Faschist, ist jetzt kein großer Unterschied. Ne? Also. Aber öffentlich ist dieser Mann nicht in der Lage mit mir mit mir zu reden. Er kann nur über mich reden. Er kann nur über eine Sache reden, nicht mit der Sache. Aber er hat doch gerade gesagt, dass er nicht mit mir reden wollte. Oh gut. Und deswegen wenn ich jemals nochmal mit Neitern reden sollte, auch öffentlich. Werde ich das nicht machen, wenn ich nicht vorher einmal mit ihm privat geredet habe? Mache ich nicht mehr. Diesen Fehler mache ich nicht nochmal, weil ich sag euch eine Sache. Das, das habe ich gelernt jetzt in der Zeit, wo ich mich mit solchen Leuten und ich verstehe die Aussage nicht, ich auch nicht. Also keine Ahnung. Mit solchen Debatten und diesem politischen Zeug und so auseinandergesetzt habe. Diese ganzen Talks, so wie sie teilweise laufen, sind einfach nur Gossip-Scheiß. Das ist einfach nur pure Unterhaltungsmüll. Ich glaube, da ist mir jetzt der Kragen geplatzt, ne? Weil ich zitiere nochmal: Er sagt, er sagt, meine Gespräche sind nur Gossip-Scheiß, ne? Während er jetzt seit keine Ahnung, wie lange er da sitzt und Folgendes über mich gesagt hat. Er nutzt sein Potenzial als Lehrer nicht und macht nichts Lehrreiches. Nathan ist einfach nicht gut drauf. Äh, er ist nicht nur pessimistisch, sondern sogar melancholisch. Er benennt immer diese Missstände und kritisiert die Regierung. Das macht aber nichts besser. Ähm, er ist einfach nur emotional und nicht pragmatisch. Er kann keine Menschen begeistern oder mitreißen. Es ist äh, nicht möglich, dass er aufgrund von gutem Unterricht bei seinen Schülerinnen beliebt war. Ähm, er macht den Eindruck, er sei kein echter Lehrer. Er ist unreflektiert. Er kann kein Wissen vermitteln, weil er kein methodisches Vorgehen beherrscht. Neitern wird nicht auffällig äh, beim Thema Klimawandel und er promotet das auch nicht. Er ist will in Gesprächen. Er ist unlogisch in seinem Vorgehen. Er ist kognitiv nicht dazu in der Lage, mit Menschen on-stream zu reden. Er ist unsympathisch. Also, wir haben hier jede Menge. Zuschreibungen charakterlicher Art ohne irgendeine Begründung, ohne irgendeine Referenz, ohne irgendeine Evidenz, ohne irgendeine Methodik dahinter. Gossip. Es ist reiner Gossip, nichts anderes. Und als er dann sagt, ich würde quasi nur Gossip machen in meinen Gesprächen, das hat mich ein bisschen getriggert, muss ich ehrlich sagen, weil es ist ja okay, wenn er Gossip macht, ne? Er kann ja von mir aus Gossip machen, ist ja in Ordnung. Aber das dann so zu verdrehen, als würde ich das tun. Also, mein lieber Scholli, das ist, da ist schon mutig. Da habe ich einfach keinen Bock mehr drauf. Wisst ihr, das ist für mich einfach, es, es klingt jetzt vielleicht komisch, aber es fühlt sich für mich einfach komplett unter meiner Würde an. Und ich habe da einfach keinen Bock mehr drauf. Okay, liebes Forschungsteam, das müssen wir auch reinschreiben. Äh, Neitans äh, äh, Gesprächskultur ist unter Frucht Fruchtwert äh, Würde. Würde. Unter Fruchtswürde. So. Ich bin einfach unter seiner Würde. Okay. Okay. Gut. Deswegen, also wie gesagt gerne wieder mal irgendwann öffentlich mit ihm, aber nicht mehr, also nicht mehr, wenn ich nicht einmal mindestens mit ihm privat geredet habe. Mhm. Und wer weiß, ob er da dann nicht wieder aufnimmt? Keine Ahnung, ob dieser Mann in der Lage ist, dann wirklich privat mit jemandem zu reden. Ich hoffe's. aber. Okay. Äh. Potenzieller. Straftäter. Ne, also, einfach heimlich Privatgespräche aufnehmen ist eine Straftat. Okay. Okay. Uh. Am Ende nimmt er auch da wieder auf und aber wie gesagt, weiß ich nicht. Ob er, ob er da, wie er da tickt, ob er da so verrückt ist und Gespräche noch aufnimmt und so eine Scheiße. So, keine Ahnung, ob er da so paranoid ist. Äh, ich bin's leid, ins Forschungsdokument zu schreiben. <laughs> Also, ne, so Vermutungen in den Raum zu stellen, ist natürlich auch schwarze Rhetorik. Ne? Also man, man positioniert sich nicht in dem Moment. Also man schreibt die Eigenschaft nicht äh, der Person letztgültig zu. Man vermutet im, im, im luftleeren Raum rum, aber bei, man pflanzt trotzdem die Idee im Kopf der Zuschauerschaft. Also man, es ist eine sehr feige Art, jemanden runterzumachen. Man äh, macht sich selber so wenig angreifbar wie möglich, weil man ja nu nur vermutet und trotzdem pflanzt man einen gewissen Hass im Kopf der Zuschauerschaft ein, indem man äh, jemanden so darstellt, ne? als wäre er verrückt oder ne? ein Straftäter oder jemand, der paranoid ist und so. Ne? Das ist äh B ja. Aber wenn es so wäre, Alter, keine Ahnung, ey. Dann denke ich mir halt auch, oh, solche Menschen kannst du halt auch nicht mehr abholen. Also, wisst ihr, was ich meine? Solche Menschen kannst du halt dann echt nicht mehr abholen. Die sind dann halt einfach in ihrer wirren Welt. Die sind so gefangen in ihren Ideologien dann. Also, wenn es so sein sollte, aber nicht, dann kannst du, du nichts mehr machen. Du hast voll die negativen Vorurteile über ihn. Das ist halt alles das, was ich über ihn gesehen habe, just war. Weißt du, was ich meine? Wo hat er denn jemals über mich gesehen, dass ich äh, heimlich Gespräche aufnehme? Das wüsste ich jetzt wirklich gerne mal. Also jetzt, jetzt wären wir ja jetzt hier wieder an der Schwelle, wo er jetzt Evidenz bringen könnte, wo er jetzt sagen könnte, da und da habe ich das gesehen. Privates Gespräch aufnehmen. Kann ja sein. Ich sage ja nicht, Kann dass es ja das tut. Ich sage nur, es könnte sein, dass es das tut. Also ich hoffe es nicht. Junge, du machst seit 10 Minuten wo ich zugucke, nix als Gossip. Du sagst. Ah, das ist eine Die, die also Kranke platzen. <laughs> Lord, 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 ganze Zeit, was alles so schlimm an mir ist, ohne irgendwas zu begründen. Im, hab ich doch schon alles begründet. Im Talk mit dir habe ich. Wo? Wo? Ich dich nach Begründungen, zum Beispiel für deine Beschimpfungen als Fascho gefragt und du konntest nichts liefern. Komm mal klar, Junge. Komm mal klar, Junge. Was? Jetzt nochmal ganz langsam, Neitern. Mach mal den Krawallmodus aus. Vielleicht geht das ja. Vielleicht kannst ja auch. Also ich finde, ich finde für den ganzen, für das ganze Gaslighting war das schon echt ganz schön nett von mir, oder? Also ich fand es schon sehr nett von mir formuliert. Auch ohne Krawallanspruch reden. Ja, ich bin ja ganz ruhig. Vielleicht kannst du das ja auch. Okay, Gaslighting Parade. Okay. Mhm. Okay, gut, ey, danke trotzdem dafür, dass meine Beiträge vorgelesen und wahrgenommen äh, wurden. Also ich weiß, wie es ist, äh, nichts machen zu können, was man liebt zu tun. Uh, und das fühlt sich extrem scheiße an schönen Stream noch. Ja, vielen Dank, Feuertex, für die Worte. Ne? Äh, Dankeschön. Ja. Ähm, dir dann auch noch einen schönen Abend beziehungsweise eine schöne Nacht. Äh, je, jo. Schau, das meinte ich, Chat. So, hier sind Leute im Chat, die noch gerade gesagt haben: Hä? Hey, äh, du hast volles negative Bild über ihn. Schau, er kommt hier rein und ist auch nur wieder wütend einfach. Und redet irgendwas, wo ich nicht mal verstehe, worüber er gerade redet. Also, ich habe, also, wie kann man das nicht verstehen? Ich meine, ich habe geschrieben, dass er äh, nur Gossip macht seit 10 Minuten, was einfach Tatsache ist. Du sagst die ganze Zeit, dass irgendwas das an mir ist, ohne dass du begründest. ist auch einfach eine Tatsache. Ähm, Im Talk mit dir habe ich dich nach Begründungen für deine Beschimpfung als Fascho gefragt und du konntest nichts liefern. ist auch eine Tatsache. Talk kann man ja nachgucken. Da hätte keine Begründung liefern können dafür. Also, und dann habe ich geschrieben, komm mal klar, Junge. Also, das interpretiert er dann jetzt als Wutanfall. Aber kann man natürlich machen, wenn man nicht auf die anderen Punkte, die ich gesagt habe, also die ich geschrieben habe, eingehen möchte. Dann hängt man sich jetzt daran auf und interpretiert das einfach als Wutanfall. Kann man natürlich tun. Gaslighting-Parade, what? So, du bist halt voll wütend einfach. Ich weiß nicht, wie ich an dich rankommen soll, ehrlich. So, ich habe ich hab Real Talk mit den wenigsten Menschen Probleme, so mit ihnen zu reden. Bei dir klappt das irgendwie nicht. Und ich versuche für mich selber herauszufinden, warum das speziell bei dir und so ganz wenigen einzelnen Individuen so ist. Ich will das wirklich herausfinden für mich selber, um das besser zu verstehen. Ich will verstehen, warum ich mit einzelnen Menschen nicht klarkomme, weil ich es nicht verstehe und ich wissen will, warum das so ist. Und warum du zu diesen Leuten eindeutig gehörst, wo es irgendwie keine, wo es einfach keine Ankerpunkte gibt. Mhm. Das ist irgendwie interessant. Weil ich normalerweise eben sehr gut mit den aller, aller, allermeisten Leuten klarkomme. Mhm. Ja, also äh, ich habe geschrieben, er macht eine komplette Gaslighting-Parade und dann macht er halt Gaslighting aus dem Lehrbuch. Ne? Ich komme mit allen Leuten super klar, äh, außer mit dir. Ne? Also das ist halt, das ist wirklich Gaslighting aus dem fucking Lehrbuch. Das ist, das ist aus, das ist Lehrbuch Gaslighting. Du exponierst eine Einzelperson, der du eine, eine Unmöglichkeit zuschreibst. Du sagst einfach, ich kann mit dir nicht, aber ich kann nicht das Problem sein, weil ich kann ja mit allen Leuten gut, aber mit dir eben nicht. Hat also da einfach quasi das, was ich äh, in Chat geschrieben habe, gerade nochmal ähm, sehr eindrücklich äh, bewiesen. Ne? Gaslighting Masterclass einfach, ja. Das ist Schulhof-Mobber One-on-One. Ne? So, also wirklich, wo du einfach äh, versuchst. Also, ich bin, bin fast meine gesamte Schulzeit gemobbt worden, deswegen kenne ich Gaslighting ziemlich gut. Also ich weiß, was es ist, ich weiß, wie das funktioniert, ich weiß, wie, welche Strategien man da anwendet. Und das hier ist ähm, Lehrbuch-Gaslighting. Ne? Also wirklich. Und dann bist du wieder hier und bist wieder voll sauer einfach. Ja und dann sozusagen Täter-Opfer-Umkehr und dann sagen also nachdem man nachdem man jetzt äh, 40 Minuten lang abgerantet hat über mich äh, macht man jetzt Täter-Opfer-Umkehr und äh, wirft jetzt mir vor hier derjenige zu sein der sauer ist der der wütend ist während man ja also bei Text ist ja immer so eine Sache. Wenn Leute Text schreiben, das kann man ja in verschiedenen Betonungen vorlesen in seinem Kopf. Na, du kannst den gleichen Text total nett äh, vorlesen, freundlich in deinem Kopf und so. Wenn sie zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, äh, nehm, nehmen, wir, nehmen wir das Erste, was ich geschrieben habe. Ne? Kann man so vorlesen. Äh, Junge, du machst seit halt zehn äh, Minuten, wo ich zugucke, nicht das Gossip. Du sagst die ganze Zeit, äh, was alles schlimmer mir ist, ohne irgendwas zu begründen. Im Talk mit dir habe ich äh, dich nach Begründungen für zum Beispiel deine Beschimpfung als Fascho gefragt und du konntest nichts liefern. Guck mal, klar, Junge. Ne? Kann man so vorlesen, kann man aber auch sehr wütend vorlesen. Ne? So, das ist immer das bei Text. So, und dann kann man natürlich jetzt hier, wenn man, wenn man quasi auf die, die, den Inhalt eingehen möchte, nicht auf den Vorwurf eingehen möchte, kann man natürlich dann ad hominem gehen und einfach sagen, boah, bist du ein wütender Mensch gerade einfach nur, ne? Weil, bei Geschriebenem kann man das ja so oder so interpretieren. Ich bin kein Meter wütend. Ja, okay, wenn du nicht wütend bist, warum klingst du dann so? Dann ist das schon für mich interessant. Ich klinge nicht, ich schreibe. Leute, die schreiben, die klingen nicht. Ne? Also, die, die schreiben halt. So. Äh, der Klang entsteht in deinem Kopf in dem Moment. Nirgendwo sonst. Du wirkst auf mich aber sehr wütend. Sowas? Keine Ahnung, dann ist das halt deine, deine Ruhe. Dann ist es halt dein Ruhecharakter. Ja, oder dein Vorurteil, ne? Auch ein Problem. Ich bin halt ruhig anders. Neitan ist halt hauptberuflich sauer. Ja, kann halt auch sein. Du sagst einfach Dinge über mich, ohne irgendwas davon zu begründen, in dem, was ich tue und sage und formulierst gleichzeitig. Nee, sag, werd doch mal konkreter, Neitan. Bitte. Du, was redest du gerade? Ich Real Top, mein Freund. Ich weiß gerade nicht, worüber du redest. Das hier. Ne? Das hier. Naja. Erzähl du mir noch mal was von Methodik, ne? Ich meine, er hat jetzt seit 40 Minuten nichts anderes gemacht, als das, was ich ihm gerade vorwerfe. Und er weiß nicht, worüber ich rede. Und der will mir erzählen, ich hätte keine Ahnung von Methodik. Naja. Wir reden gerade aneinander vorbei, weil ich keine Ahnung habe, was du gerade sagst. Worüber redest du gerade? Du musst schon einen konkreten Punkt geben. Sollte man sowas nicht besser per Voice? Ruin Princess, ich habe gesagt, ich werde mit nathan wenn überhaupt, nur privat reden, nochmal. Nicht mehr öffentlich, nicht nochmal. Ich meine, ein Stück weit kann ich das verstehen, weil in beiden Talks äh, ich ihn einfach komplett argumentativ auseinandergenommen habe und er am Ende mir zugestimmt hat, beziehungsweise sich bei mir entschuldigt hat. Also. Wenn ich derartig, ne, wie soll ich das ausdrücken, und danach, also, ne, danach, weil er ein bestimmtes Publikum hat, er sich immer dafür entschuldigen musste und zurückrudern musste für die Talks mit mir, die ja eigentlich relativ sachlich gewesen sind, ähm, sich danach immer entschuldigen musste und rudern musste, äh, kann ich das schon gut nachvollziehen, warum man das nicht nochmal machen äh, möchte dann in dem Moment, ne. Es ist halt, kommt nicht so gut an bei der eigenen Zuschauerschaft, vermute ich einfach mal. Die ja jetzt ähm, aus einer Ecke kommt, die mir jetzt nicht besonders wohlgesonnen ist, sagen wir mal so. Ähm, das ist jetzt von mir eine Vermutung, ne, tatsächlich. Aber ich werde auch mal was vermuten dürfen. Über Chat kein Problem. Mach ich nicht nochmal. Hat keinen Sinn. Und wie gesagt, ich kann halt nur nochmal wiederholen. Neitan, es tut mir leid, du bist auch gerade da, ist auch, kein ist auch gut, dass du gerade da bist. Du gehörst einfach zu den Menschen in meinem Leben, wo ich irgendwie keinen Ankerpunkt finde. Ich verstehe mich mit den allermeisten Leuten, ich weiß nicht, mit allen, ist auch klar. Muss, das muss eigentlich auch ins Forschungsdokument rein, weil das ist schon wirklich Gaslighting aus dem Lehrbuch. Äh. In man kann sich mit, mit allen Leuten gut verstehen, außer mit Neitern. Das ist schon wirklich Gaslighting par excellence. Das muss rein ins Forschungsdokument. So. Klar, aber du gehörst eindeutig zu den Menschen, mit denen ich einfach nicht zusammenkommen kann. Ich weiß nicht. Du hast auf mich so eine unglaublich unsympathische Ausstrahlung. Ich kann das nicht erklären. Eine, eine, äh... äh ich meine, hä, er, er fragt halt wirklich danach, Der versteht nicht, was ich jetzt meine mit Gaslighting und macht aber die ganze Zeit weiter damit. Das muss ich halt auch wirklich mal reintun. Ähm, eine unglaublich unsympathische... Sympathische Ausstrahlung. Er äh, ja, eine unglaublich unsympathische. Oh. Okay. Woran das liegt? Aber nur weil ich Menschen nicht privat, äh, nur weil ich Menschen nicht sympathisch finde oder sowas, heißt das nicht, dass ich nicht mit ihnen reden will. Wie gesagt, also privates gespr Gespräch von mir aus gern, aber ähm, so halt nicht mehr. Habe ich erklärt, neder, neder, ja. habe ich erklärt, warum. Das habe ich erklärt. Okay, also du sagst, ich wäre unsachlich, wirr, würde Dinge nicht erklären können, kann Menschen nicht begeistern, sei unsachlich und so weiter und so weiter und so weiter. Aber nennst keine Beispiele, begründest es nirg Doch habe ich Neitan, habe ich. Aber siehst du, da warte, das ist perfekt, ich lese erstmal nicht weiter. Ich habe das <laughs> nämlich begründet. Okay? okay. Und genau das, was du jetzt gerade schreibst, ist sogar meine Kritik. Mhm. Genau das. Genau das habe ich kritisiert kritisiert, Entschuldigung, du bekommst etwas nicht mit und Schlussfolgerst darauf und das war meine Kritik, das ist das, was ich meinte, genau das ist das, was ich meinte. Das war meine erste richtige Kritik gegen dich, sachliche Kritik in einem Stream öffentlich. So, du hast, habt ihr eine Begründung gehört irgendwo? Ich nicht. Also vielleicht ist es mir durchgegangen so, keine Ahnung. Ich meine, ich habe es gelernt, ne? Ich habe, ich habe fucking äh, äh, fünf Jahre lang Lehramt studiert. Ich habe es eigentlich gelernt, Textanalyse zu machen, sowohl äh, von mündlichen als auch schriftlichen Prüfungen. Und ich habe keine Begründung irgendwo wahrgenommen in der ganzen Zeit, die wir jetzt geguckt haben. Deswegen haben wir auch äh, von Anfang an geguckt, also wo er angefangen hat, über mich zu reden. Keine Begründung. Also mir ist keine aufgefallen jedenfalls. Etwas nicht mitbekommen. Und ich habe an diesem Stream auch erklärt, warum. Da ging es um die Treymundo-Sache und die... Dekadenz Sache Pipapo, wo du drauf reagiert hast, weil glaube ich Sif Bubble Watch oder sowas dir irgendwas zugeschickt hat. I don't know. tremundo Mundo Dekadenz Sache, ich habe keine Ahnung, worüber der redet, ne? Ich habe das jetzt auch nicht mehr so genau in der Änderung, ist mir auch egal, weil das sowas von trivial ist, aber jedenfalls in diesem Stream, wo ich das erklärt habe da war die sache noch super aktuell und glaub mir Neitan oder glaubst du nicht ist mir eigentlich vollkommen wurst wie gesagt deine wahrnehmung macht mein leben nicht reicher ähm, in diesem moment wo ich das erklärt habe sachlich erklärt random kai random kai war random kai der der sich mit tremundo angelegt hat oder, oder wie war das oder was ich weiß es nicht tremundo sagt mir irgendwie kaum also ich irgendwas aber ich habe eigentlich glaube ich nie irgendwas mit tremundo behandelt zu tun gehabt oder sonst irgendwas Er hat es nicht in Erinnerung und hat soeben anscheinend eine Begründung genannt. Was? Ich weiß es auch nicht. Wegen dem N-Wort vom Nintendo-Dude bei GTA. Habe ich dazu mich jemals geäußert? Ich wüsste es nicht. Das hat Karl gemacht. Karl hat sich damit beschäftigt. Ich eigentlich nicht. Ich hab das fand's langweilig das Thema. Ich habe da eigentlich soweit ich weiß nichts zugemacht. Ah, ganz ausschließen kann ich's nicht, aber Verwechselt er dich mit Karl, es könnte sein, ja. Karl hat sich damit sehr viel auseinandergesetzt, ich eigentlich überhaupt nicht aber du kannst ja auch nicht äh, in einem Stream hingehen also selbst selbst wenn er in einem anderen Stream zu einem Thema wo er sich jetzt nicht mehr wirklich dran erinnern kann irgendeine Begründung geliefert hat über meine schlimmheit kannst du ja nicht in diesem Stream hingehen und all diese Punkte hier nennen über meine unzulänglichkeiten und wie schlimm ich bin äh, und nur eine einzige Begründung äh, nennen die dann auch noch falsch ist das kannst du ja nicht tun also unabhängig davon ob du irgendwann in der vergangenheit mal irgendwas begründet hast weil würde ja jetzt bedeuten dass mir unterstellt wird ich müsse alle about food streams gucken um äh, einen about food stream verstehen zu können ich müsste 100 seines contents konsumieren ansonsten könnte ich einen about food stream nicht äh, verstehen weil er einfach alles was er jemals gesagt hat einfach voraussetzt während der gleichzeitig sagt, der kann sich selber nicht mehr dran erinnern. Das ist schon spannend. erklärt habe, wo es um diese Tremundo Sache ging. Ja, was für der Tremundo Sache genau, ist ja auch egal. Nathan, vielleicht erinnerst du dich genauso wie ich nicht gerne an Dinge. Ich vergesse einfach unwichtige Sachen schneller als wichtige Sachen. Aber in diesem Moment jedenfalls habe ich es nicht vergessen gehabt. In diesem Moment, wo ich darauf reagiert habe, wo du darauf reagiert hast, war die Sache super aktuell und ich habe es, hab es super detailliert erklärt. Glaubt mir das oder glaubt mir das nicht, das ist mir, wie gesagt, das mach daraus, was du willst, es ist mir wurscht. Ähm, da habe ich es aber sehr genau erklärt, sehr detailliert, sehr sachlich. Und in dieser sachlichen Erklärung war aber auch genau das der Kritikpunkt. Du bekommst etwas nicht mit und sagst dann einfach, deine Schlussfolgerung darauf ist dann, ja, dann kann es ja wohl nicht stimmen. Also wenn ich es nicht mitbekommen habe, dann labert About of fruit wahrscheinlich einfach nur Scheiße. Dann muss er einfach nur Müll reden. Naja, ich meine, er hat sich ja selbst widersprochen, gerade in seinem eigenen Rant. Also seine Prämisse war, ich kann und darf über Neitern als Lehrer nichts sagen, über sein, seine Professionalität und so weiter. Dann rantet er die ganze Zeit ab und äh, bewertet mich in meiner Professionalität als Lehrer, um dann sozusagen die Klammer wieder zuzumachen und zu sagen, ich kann über Neitern und seine Professionalität als Lehrer nichts sagen. Was er methodisch und äh, logisch gesehen ähm, für einen äh, Oberstufentext im Gymnasium ein Ungenügend wäre. Aber da muss man ja nur das nehmen, um äh, hier klar herauslesen äh, zu können, dass er hier methodisch vollkommen versagt hat. Das war nämlich deine Reaktion damals. Und du kannst halt auch nicht hingehen und sagen, äh, ja, ich stelle jetzt hier alle möglichen Gossip-Behauptungen auf und ich habe das irgendwann in der Vergangenheit mal be äh, belegt. Ne? Das ist halt auch merkwürdig. Vielleicht erinnerst du dich selber nicht mehr daran. Das war damals deine Reaktion auf das, was ich gesagt habe. Obwohl du nachweisbar Unrecht hattest. Konnte ich auch in meinem Stream zeigen. Mit, mit Bild Seine Mods äh, reproduzieren jetzt sein Gaslighting. Oh ja. Material sogar. Muss ich jetzt nicht wiederholen. Nicht extra für dich. So wichtig bist du nicht. So wichtig bin ich nicht. So wichtig sind wir alle nicht. So, damals habe ich es gemacht. Mhm. So, ich lese mal weiter. Aber wie gesagt, das ist einer meiner Kritikpunkte. Passiert in naitans Wahrnehmung nicht. Ist wahrscheinlich nie passiert. Weil ja, es ist auch nicht passiert, also, ne, wie gesagt, wir gucken jetzt hier das Ganze seit, ja, einer gewissen Zeit <laughs> und da kam irgendwo irgendeine Begründung. hat es ja nicht gesehen. Bro, ernsthaft. So, es ist purer Gossip, was du selbst machst. Und ich habe im Talk, ja, allein da, ja, aber gut, wenn du sagst, das, was ich mache, ist purer Gossip, wie gesagt, du scheinst ja ganz offensichtlich auch nur ein paar Sachen zu sehen, die ich mache. Ganz offensichtlich. Äh, und ich habe im. Ja, glücklicherweise. Also, wenn ich mir jeden Tag eine Baute Food Stream angucken würde, da würde, ja, würde ich ja bekloppt werden. Talk mit ich meine, ich bin zwar auch so ein bisschen narzisstisch eingestellt, ne? dass ich halt auch manchmal mich selber interessant finde, aber irgendwie den ganzen Tag eine eigene Psychotherapie zu bekommen, eine Ferndiagnose zu bekommen, also, das irgendwann ist dann bei mir halt auch Schluss, ne dir entgegen deiner Darstellung sehr sachlich geklärt, wieso deine Behauptungen, ich sei Faschist, falsch ist. Okay. Bruder, du redest über die Faschistsache. Darüber geht's gar nicht mehr. Wieso holst du jetzt die Faschistsache raus? Äh, äh, da können wir ja nochmal ins Forschungsdokument gucken, einfach, ne? Ähm, denn es ging die ganze Zeit um eine Gesprächskultur, gerade im, äh, ne? Wir in Gesprächen, ist unlogisch in seinem, er ist kognitiv nicht dazu in der Lage, mit Menschen on-stream zu reden. Ähm, seine Gesprächskultur äh, ist, äh, Food, äh, About the Foods Würde unterlegen, ne? Ähm, äh, äh, er nimmt potenziell Gespräche auf, also potenziell ein Straftäter in Gesprächen. Äh, man kann sich mit allen Leuten gut verstehen, außer mit Neitern äh, und so. Also es ging die ganze Zeit um mich und wie ich Gespräche führe, bevor ich geschrieben habe. Und äh, jetzt rede ich über das Gespräch, das wir gehabt haben und dass es ein sachliches Gespräch war, wo wir über diese, diesen Faschismusvorwurf geredet haben. Und jetzt sagt ihr, das ist nicht Thema. Methodik. Ne? Ich würde sagen, die Methodik hier ist Gaslighting. Nichts anderes. Ernsthaft. Warum? Schau mal, du kommst hier rein. Rülpst irgendwas rum, in, diesmal in Tipp und nicht in Ton. Du rülpst irgendwas rum, hast kein Plan. 0,0,0,0,0% Plan, worum es gerade geht, ja. rülpst irgendwas. Ja, also, äh, wie gesagt, ne? Es war. Das war Thema, was ich gerade geschrieben habe. Das war das Thema. Äh. Er hat. 0, wie viele Nullen waren das? 0,0000 Eigentlich ist es scheißegal, ne? Weil, weil egal wie viele Nullen du hinter das Komma machst, bleibt 0, ne? Es war auch mehr Kommas, ne? So war hier ein Komma, da noch ein Komma, da noch ein Komma, da noch ein Komma, da noch Komma, so ungefähr war es, ne? Plan, was, Geredet äh, äh, oder beziehungsweise was Thema ist und äh Röl Pst. Irgendwas rum, ja. Okay. Was hm. wie immer, das ist das, was ich kritisiere bei dir. Du rülpst einfach wild um dich rum. Mhm. Und dann unterstellst du mir Projektion, Bro. Weißt du eigentlich, was Projektion ist? Oder benutzt du die? Block ja, die Projektion ist, wenn du mir fehlende Methodik und Gossip vorwirfst, aber selber genau das tust. Das ist Projektion. Warte einfach nur, weil sie cool klingen. Oh, ich habe im Studium das Wort Projektion gelernt. Deswegen benutze ich es jetzt ganz gerne. Okay. Uh, jetzt jetzt, 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 jetzt die, nimmt die Schlagzahl noch ein bisschen zu, ne? Neitern kennt die Bedeutung von Begriffen nicht. Deuting. Ah, oh, interessant. Nee, das machst du. Schau mal, was, was ist das, Neitan? Schau, das ist das, wo ich so Probleme mit dir hab. Du kommst hier rein, du benimmst dich wie so ein dreijähriges Kind, wo wütend ist irgendwie. Schau mal, während Mhm. Mhm, mm mhm. Mm er ist ein. Ist ein ein dreijähriges wütendes Kind. Oder beziehungsweise, wir wollen ja auch genau bleiben, benimmt sich wie ein dreijähriges Wüten, Wüten, wütendes Kind. Okay. Sehr gut. Ich so versuch mit dir so normal, also ich bin jetzt schon, also... Ich bin übrigens sehr froh, dass ihr in der Therapieschule mit dabei seid. Ich, ich lerne ja sehr viel über meinen Charakter. Ich verstehe das bitte nicht. Also wirklich, ich verstehe das wirklich nicht. Ich weiß nicht, aber ich glaube, das ist das Problem, was ich mit dir habe. Also wirklich, ich versuche das zu verstehen. Ich versuche immer wieder darüber nachzudenken, mhm. aber ich rede mit. Immer mehr Leute, also ich rede mit super vielen Leuten, Leitern. I don't know mit wie vielen Menschen du geredet hast, aber so wie du ja selber erzählt hast, sperrst du dich auch überwiegend bei dir zu Hause ein. Tut mir leid, wirklich. Mein Okay. Äh, hier haben wir jetzt äh, mal wieder Evidenz, ne? Also er in Bezug auf eine Aussage von mir. Er sagt. Moment. Äh. Begründung. jetzt haben wir eine wieder eine Begründung. er sagt er Moment, ich immer eindeutig ist neitern sagt, er sp sperrt äh, sich den ganzen Tag zu Hause ein äh, diese Begründung ist falsch, habe ich nie gesagt. Ne? Auch diese Begründung war falsch. Wir haben zwei Begründungen bis jetzt beide falsch. Ich habe nie gesagt, dass ich mich den ganzen Tag zu Hause einsperre. Ich vermute mal, ich vermute mal dass er darauf referiert, dass ich meine Scheiben abgeklebt habe. Das hat aber nur mit einer Angststörung zu tun, die ich durch, das, durch die permanente Bedrohung von Rechtsextremen entwickelt habe. Das hat auch nichts damit zu tun, dass ich mich einsperre zu Hause. Ich bin sehr viel draußen. Ich gehe den ganzen Tag mit Juna um den Spielplatz oder... Wir gehen zur Erft oder zur, zur, äh, zur A oder äh, an den Rhein oder weiß der Geier was oder an den See. Und ähm, wir äh, machen eigentlich den ganzen Tag irgendwas, gehen in den Wald. Ähm, ich bin auch, bin auch ziemlich viel mit Leuten unterwegs. Also ich wüsste nicht, warum ich jetzt sagen sollte, dass ich mich den ganzen Tag zu Hause einsperre. Ne? Also, das, das keine Ahnung, warum ich das sagen sollte. Äh, Weil es einfach nicht stimmt. Also ich habe wie gesagt, ich habe über meine Scheiben geredet und das war's dann aber auch. Naja. Also, wir haben hier mal, also jetzt die zweite, die, die zweite Begründung, ne, für, für mein, meine, meine Schlimmheit. Zweite Begründung, leider auch falsch. Leider, ne, wird man keine Belege zu finden. Beileid, das wünsche ich niemandem. Das tut mir vom Herzen leid, dass du so empfinden musst. Dass du dich irgendwie zu Hause einsperren musst. Ich bin überhaupt nicht so. Ich bin mega viel unterwegs. Immer schon gewesen. Mhm. Noch nie war das bei mir anders. Bis heute übrigens nicht. Okay. Und wirklich, mit egal wem ich rede, mit egal wem. Ich komme irgendwie immer an Ankerpunkte. Okay, ähm. Frucht ist im. Gegensatz zu mir viel unterwegs und kann gut mit allen Menschen außer jetzt habe ich wieder falsche, ne? Ist im Gegensatz zu. Ich muss hier in dritten Person bleiben, damit das hier auch einheitlich ist, ne? Im Gegensatz zu leider viel unterwegs und kann gut mit allen Menschen, außer mit Neitern. Da geht's nicht. Der ist leider ein Asozialer. Ne? So, okay. Es geht irgendwie immer. Man kommt irgendwie immer zu einem Gespräch. Selbst mit Kindern tatsächlich. Also selbst mit Kindern verstehe ich mich prächtig. So, aber aus irgendeinem Grund, neitan und ich würde das so gern verstehen, funktioniert. Ich habe eine Vermutung, woran es liegt. Meine Vermutung ist, dass er mich nutzen möchte für Reichweite. Und deswegen. Sich vielleicht mittlerweile nach diesen drei Monaten, die er über mich abbrantet, um Klicks abzugreifen, sich diese Idee, dass ich schlimm bin, in seinem Kopf tatsächlich verfestigt hat. Und er wirklich daran glaubt. Ne? Also er sozusagen dieses, dieses, um in seiner, das ist jetzt wirklich psych, küchenpsychologisch von mir. Ne, klar. Ist eine Vermutung, dass er sozusagen dadurch, dass er da, Dadurch eben diese, diese 100 Average-Zuschauer erreicht, wenn er über mich redet und mich im Streamtitel hat und so weiter. Äh, ich habe das auch gesehen. Ne? Also, als er gestreamt hatte, hatte er 100 und dann äh, habe ich angefangen zu schreiben. Dann ging es innerhalb von 10 Minuten auf 170, 160, 170 hoch. Ähm Dass er diese Idee von mir als schlimmen Menschen, diese Idee, die er verkauft für Klicks, Tatsächlich jetzt für als Wahrheit in seinem Kopf installiert hat. Damit er sozusagen sich selber nicht als jemanden wahrnehmen muss, der ohne irgendeine Begründung die ganze Zeit schlecht über einen einzelnen Menschen redet, den er eigentlich gar nicht kennt und dem er eigentlich gar keine Ahnung hat. Und dem er auch nicht weiß, was er in seinem Stream macht, offensichtlich. Also, ich glaube, ich, das ist meine Vermutung, woran es liegen könnte, dass er mich so schlimm findet. Funktioniert das bei dir nicht? Warum ist das so, Neitan? Vielleicht kommen wir ja zusammen darauf. Das, ist, das hast du doch selber gesagt, Neitan. Du hast doch selber erzählt, dass du dich zu Hause einsperrst, Bruder. Nein, habe ich nie erzählt. Hä? Also ich meine, ihr ihr, 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 ihr guckt ja hier öfter mal zu. Habe ich jemals gesagt, dass ich mich einsperre zu Hause den ganzen Tag? Also ich wüsste es nicht. Dann kannst du ja dieses Gaslighting. Du, warum, warum, warum benutzt du ständig diese Wörter? So, was ist mit dir? Warum muss, also, kannst du nicht anders reden, außer Wörter wie Gaslighting und Co. zu nennen? Können wir bitte mal eine Sprache reden? Ja, okay, das ist natürlich jetzt ein Fremdwort, was niemand kennt, ne? Gaslighting. Ja, das ist das, was ich tue. Ja, deiner Fantasie vielleicht. Du, ich glaube, du weißt nicht so ganz, was Gaslighting ist. Ja, das hatten wir schon aufgeschrieben ins Forschungsdokument, ne, dass ich nicht weiß, was Begriffe bedeuten. Aber wenn er wirklich der Meinung ist, dass das hier kein Gaslighting ist, was er macht, dann kann ich ihm auch nicht weiterhelfen. Ne? Jetzt greifst du meine Wortwahl an. Ad hominem. Nein, ich sage nur, du verstehst das Wort nicht, weil ich Gasleite dich nicht. Wir können ja mal kurz gucken. Ne? Gas, Gaslighting. So, heute nennen wir es Gaslighting, wenn jemand bewusst und gezielt die Selbstwahrnehmung eines Menschen erschüttert. Man spricht von Gaslighting, wenn jemand bewusst und gezielt die Selbstwahrnehmung eines anderen Menschen äh, erschüttert durch Lügen, Verdrehungen und Unterstellungen. Das kein Gaslighting ist, dann gibt es kein Gaslighting auf diesem Planeten, ne? Und ich gehe auch nicht Atominim auf dich. <laughs> Und was ist dann aber, wenn du wenn du zu mir Hohlfrucht sagst, <laughs> ist das dann was? Nein, Aber darum soll es ja auch gar nicht gehen. Nö. Es ist mir ja letztlich egal, ob du denkst, dass ich ein dummer Mensch bin, dass ich unbelesen bin oder sonst irgendwas. Kann ja deine Meinung sein, ne? Ich habe nie irgendwas über seine Belesenheit gesagt, ne? Aber ich glaube, es fehlt da schon irgendwie ein bisschen am um, Urteilsvermögen. Oder wann habe ich das gesagt? Ernst auf Neitern. Ich habe hab gesagt, dein Verhalten ist faschistoid. Das, wofür ich mich sogar schon entschuldigt habe. Inzwischen sage ich nicht mehr, dass dein Verhalten faschistoid ist. Inzwischen sage ich, du benutzt die eristische Dialektik. Ich habe mich dahingehend schon korrigiert. Während er gerade vor 30 Sekunden sich noch darüber beschwert hat, dass ich so schwere Begriffe wie Gaslighting benutze, sagt er jetzt, ich wäre ein iristischer Dialektiker. <laughs> das ist halt auch wirklich nicht mehr. Komm, for the funds, ich schreib's rein. <laughs> er ist ein. Jetzt sind wir schon auf Seite 2. Er ist. Dialektik. Ja. Super. Äh, haben wir das auch? Warum hakst du noch weiter drauf rum? Es wäre ja ziemlich witzig, wenn er, äh, nachdem er sich beschwert hat, dass ich so schwere Wörter wie Gaslighting benutzt hat, sich jetzt irgendwie äh, aufspielen würde, dass er also ein Wort wie eristische Dialektik kennt, oder? Also ganz kurz. Wofür habe ich mich eigentlich entschuldigt? Wenn für dich Entschuldigungen eh nicht zählen, Bruder, dann red mit anderen Menschen nicht. Wenn das bei dir eh keinen Sinn hat, dann dann lass es. Dann red nicht mit anderen Menschen, wenn das bei dir eh keine Progression gibt. Ich habe mich für das also erstens habe ich dich nicht einen Faschisten genannt, sondern ich habe gesagt, du nutzt faschistische also du benutzt quasi Dinge aus dem Faschismus oder faschistische Dialektik. Das hab, dafür habe ich mich schon entschuldigt. Es tut mir leid, das war falsch. Dafür hatten wir ein Gespräch. Keine Ahnung, warum du jetzt drauf rumhacken musst. Aber ist scheinbar ein Teil deiner Persönlichkeit, oder? Naja, weil es eine Straftat ist, ne? Ähm, wenn du dich dafür entschuldigst und danach rumruderst. Weiß ich nicht, ob die Entschuldigung so 100%, 100 ernst nehmen kann. Aber ich habe sie trotzdem akzeptiert. Dennoch, äh, wenn er sich halt darüber beschwert, dass ich ihn dumm nenne, dann muss man hier halt nochmal die Dinge gerade rücken und eben sagen, er hat mich einen Faschisten genannt. Was eine Straftat ist. Also. Hm. Aber ich habe Verleumdung, ja. Ich habe mich dahingehend schon längst korrigiert. Inzwischen sage ich, ja, du bist. Du, ich sag das selber nicht mehr. Ich nenne Menschen wie dich inzwischen Eristiker. Also, was hackst du jetzt noch weiter drauf rum? Oder hast du auch das vergessen, wie vieles, was du gesagt hast, wie, du, wie ich gerade hier im Chat lesen kann? Er muss googeln, warte. Er hat, ja, er hat ja Philosophie studiert. Also muss er ja wissen, was Eristiker sind. Oder er hat ja Philosophie in. Oder er, er hat ja Lärm studiert. Er muss ja wissen, was Eristiker sind. Ganz offen. Also muss er ja. Also wäre ja komisch, wenn nicht. Er muss schon wissen, wie ich ihn gerade genannt habe. Ich find's gerade nur ein bisschen lächerlich, dass er mir wegen einer Sache noch, dass, also dass er mir eine Sache nachwirft, die eben für die ich mich halt öffentlich sogar mit ihm anwesend, also er war halt im, im Talk dabei. Also er kann nicht mal sagen, oh diese Entschuldigung habe ich aber gar nicht mitbekommen. Ja, sich für, entschuldigen ist die eine Sache, dennoch ist es passiert. So wie gesagt, das heißt ja nicht, wenn man sich entschuldigt, dass man das dann nie wieder erwähnen darf als Opfer der. Ähm der Straftat, dann kann, kann ich mich ja, also du kannst dich zwar entschuldigen, dennoch kann ich ja das weiterhin äh, darauf verweisen, wenn sagen, vorwürfe gegen mich gemacht werden, ich wäre so ein schlimmer Beleidiger und das Einzige, was einem einfällt, ist Wohlfrucht, während man selber mit dem Faschismus um sich geworfen hat, es äh, entbindet einen ja nicht davon, das jemals wieder ähm, gesagt zu bekommen, ja, nur weil man sich entschuldigt hat. So Bruder, du warst im Talk mit Karlmann. Und ich habe mich dafür entschuldigt. Und du kommst nicht wieder, Was ist denn mit dir? Wirklich, Neitan? Sehe ich das richtig, dass Eristiker quasi die Bait Bros sind? Ja, ja, ist im Prinzip das, ja. Also ehrlich jetzt? Also, wenn das alles ist, was du gerade hast, dann ist das fast ein bisschen traurig. Er ist aber schon ganz schön getriggert, ne? Muss man schon sagen. Ich, ich, ich äh, nehme dir die Sache böse, für die du dich schon entschuldigt hast. Das ist halt auch ne, wiederum Gaslighting aus dem Lehrbuch. Haterstimme jemanden irgendwie nachmachen. Na, ja. ich mache ich auch selber öfter mal so, aber ich stelle mich halt auch nicht hin als moralische Instanz, was das angeht. Wobei ich das ehrlich gesagt schon echt lange nicht mehr gemacht habe, wenn ich so drüber nachdenke. Hm. Und erst recht nicht, wenn Leute anwesend sind. Dann noch nie. Naiter, du sagst, du bist Lehrer, ich nicht. Und ich, ich label dir nichts an, sondern ich habe lediglich im Stream gesagt, keine Ahnung, worüber du gerade redest, ich fände halt nur schön. Und es wäre eine Bereicherung für, für Social Media Twitch. Ich verstehe die Tierwelt nicht gut, ich habe keine Ahnung vom Haushalt. Keine Ahnung, ja. Also das ist einfach, also ich habe gar keine Ahnung. Provisorium, vielen das Dank für Community so. um Subgifts. Vielen Dank für die monetäre Unterstützung meiner Forschungstätigkeit hier. <laughs> vielen, vielen Dank für die Subgifts, Provisorium. Dankeschön. Ich weiß nicht, wie das auf Lehrer habe ich irgendwas von Lehrer geschrieben? Und ich habe geschrieben, äh, ey, ist mir ganz egal, was für Label du mir noch alle ankleben willst und welche unbegründeten Unterstellungen du noch alle machen möchtest. Mich stört nur, dass du einen Anspruch an mich äh, formulierst, den du selbst nicht mal im Ansatz erfüllst. Ja. Ja. Und ich habe nur eine Tatsache benannt, da war keine Wertung drin. Genau, ich habe nur gesagt, dass er mich Faschisten genannt hat. Was ja einfach fucking richtig ist. YouTube und Co wenn das, was du gelernt hast, du wirklich auch anwenden würdest, das ist einfach nur ein Wunsch gewesen, nichts, was ich... Ich weiß jetzt nicht, wie er jetzt auf Lehrer kommt. Ich habe davor eigentlich überhaupt nichts geschrieben. Dir Oder habe ich davor irgendwas davor geschrieben? Äh, 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 was war denn das, was ich davor geschrieben habe? Äh, äh. Nö, nö, nö. Äh, keine Ahnung, wie, wie er jetzt wieder auf das Thema kommt. Das habe ich eigentlich gar nicht in, in den Raum geworfen. Vielleicht ist ihm das hier einfach äh, äh, zu heiß gewesen. Er möchte das jetzt ignorieren wahrscheinlich. Irgendwie irgendein Anspruch oder so. Wenn du es nicht machen willst, ist ja deine Sache. Also, worum hast du es da? Aufklärung ist hier Mangelware. Ich glaube, mein Stream ist noch nie, also ist eigentlich nie so langweilig wie derzeitig. Äh, aber ich muss auch mal private Forschungsprojekte verfolgen können. <laughs> Mit einem Problem. Das tue ich und deswegen gibt es bei mir Inhalte im Gegensatz zu dir. Neitan. Alleine diese Aussage, allein diese Aussage von dir ist schon schwachsinnig und das weißt du. Alleine schon, dass du dich hier hinsetzt und schreibst, dass es bei mir keine Inhalte gibt im Gegensatz, im Gegensatz zu dir, macht dich einfach schon. Ah, doch, gibt schon Inhalte, ne? Hm, zum Beispiel Neitan. <laughs> 100%. Neitan ist schlimm, schlimm, schlimm unsympathisch und du merkst es selber so ein paar Leute im Chat sind deiner Meinung und das sind merkwürdigerweise genau die die immer nur rumstenkern. also deine es wäre auch eine Bereicherung für Social Media wenn about food lernen würde Gespräche zu führen mit mehr als drei Worten äh, und sich nicht als Psych Küchenpsychologe aufspielen würde obwohl er das Wissen eines Zwölfjährigen hat ich, ich glaube nicht, dass er das Wissen eines Zwölfjährigen hat, aber ich glaube, dass er dass er wirklich. Ähm, ich glaube, dass er schon viel liest und so, aber er kriegt die Dinge nicht in seinem Kopf richtig zusammengedübelt. Ne? Also er kriegt es nicht hin, da die richtigen Schlüsse draus zu ziehen. Und ich glaube, er hat sich sehr, sehr rein verbissen in, diese, in diesen Rant gegen mich, weil ihm das eben Klicks bringt. So, oh, das ist. Äh Also ich, ich glaube, er, er hat kein, kein Wissensproblem, er hat ein, ein Problem, das Wissen richtig zu verknüpfen und damit die, die ja, richtigen Schussfolgerungen zu so ziehen. Das ist so. Eher das Problem. Also der Speicher ist voll sozusagen, und das Betriebssystem funktioniert nicht richtig. Verbündeten sind einfach stänkerer. Weißt du was ich meine? Ist es das, was du willst? Jetzt mal ehrlich, Nathan, ist das dein Lebensziel gewesen? Mal unabhängig davon, dass deine Aussage einfach nur beleidigt ist und sonst nichts. Okay, also, das ist jetzt eine beleidigende Aussage, dass ich schreibe, dass äh, ich Inhalte mache und er nicht. Da ist dann sozusagen die Schwelle der Beleidigung schon übertreten bei ihm. wenn er mich gerade schwachsinnig genannt hat. Aber gut. Na, ja, just war wow, du nicht. Du nicht, alles gut. Es muss nicht immer alles sachlich sein, Nathan, sage ich ja gar nicht. Es muss nicht immer alles sachlich sein. Es ist ja hier kein Stock im Arsch, Stream oder sonst irgendwas. Aber deine Aussage ist einfach schwachsinnig, dass du sagst, ähm, du bringst Inhalt im Gegensatz zu mir. Okay, also äh, er ist jetzt ausgewichen. Ne? Also er, er hat mir unterstellt zu beleidigen, weil ich geschrieben habe, äh, dass ich Inhalte biete im Gegensatz zu ihm. Dann habe ich nochmal aufgegriffen seine letzten Beleidigungen. Ne, und die hat er jetzt einfach überlesen und hat einfach nur den Schluss des Satzes gelesen, nämlich äh, das Sachlichsein. Und darauf geht er jetzt ein. Ne. Schau mal, ich war wenigstens nicht so dreist und sagt und formuliere das so: So dieses, dieses, dieses Überhebliche von dir. Okay, okay, aber wir müssen noch mal wir müssen nochmal ins, ins Dokument rein. Wir müssen nochmal ins Forschungsdokument. Also, er ist dreist, er beleidigt, er ist schwachsinnig war noch und er ist überheblich. Man merkt schon, die Schlagzahl nimmt zu, ne? Schlagzahl nimmt weiter zu an Zuschreibungen. So. Vielleicht ist auch das der Grund, warum du so unsympathisch auf die meisten Leute wirkst und auf mich mhm. persönlich auch so stark unsympathisch wirkst. So dieses ich mach's richtig, du machst es falsch. Weißt du, ich war wenigstens nicht so frech und sage, ich bring mehr Inhalt als du. Das habe ich gar nicht gesagt, aber hm, du hast also <laughs> letzten Endes hat er gesagt, ich bringe überhaupt keinen Inhalt. Also seine Aussage war, gut, dass wir das hier haben. Ich mache nichts lehrreiches. Uh, und uh, ich bin nur emotional und nicht pragmatisch. Um, er hat gesagt, ich bin unreflektiert. Ich kann kein Wissen vermitteln, weil ich kein methodisches Fundament habe. Uh, er hat gesagt, ich bin unlogisch in meinem Vorgehen. Ich bin kognitiv nicht dazu in der Lage, mit Menschen on-Stream zu reden ist also schon alles ziemlich, äh, geht schon sehr in, ne, in diese Schiene, dass ich halt keine Inhalte habe, sondern man würde ja denken, ich bin ein reiner Emotionsklumpen, der onstream sitzt und die ganze Zeit nur rumschreit. Das würde man ja dann quasi als Schlussfolgerung daraus ziehen, aus dem, was er da gesagt hat. Naja. Du kommst hierher, frech wie du bist, unverschämt, unsympathisch, wie du halt nun mal auch auf die meisten wirkst, und sagst so. Unverschämt. Unverschämt hatten wir noch nicht. Unverschämt. Ja, also, das ist die ganze Zeit dieses Gaslighting. Ne? Ich bin der Außenseiter. Ich bin der, der Außen, der Outgroup, der Außenseite, der Einzelne, der separiert steht. Ne? Das ist das Bild, was er für seinen Chat malt. Äh, der Unmögliche, der äh, Schlimme, der Einzige, der nicht versteht, wie soziale Interaktion funktioniert. Alle anderen wissen das. Und er weiß es am besten. Weil er ist ja natürlich der. Beste darin, sozial zu interagieren. Und weil er so gut darin ist, muss ich natürlich schuld daran sein, dass er mich so schlimm findet. Weil ich selber schlimm bin. Also diese Figur, diese Argumentationsfigur, also wenn man es alles, kann man eigentlich nicht Argumentationsfigur nennen. Das ist eigentlich kein Argument, sondern es ist einfach nur eine schlichte Beleidigung. Ähm, out erhält die ganze Zeit. Das ist das ist Das, Guess. das ist, ja, Gaslighting. Was anderes ist das nicht. Ja ich mach das, ich bring Inhalt, du gar nicht. Was ist das? Versteh also, fühlst du dich damit gut, ehrlich. Du weißt schon, dass auch ich ein Mensch bin. Ich habe auch meine Familie, Ich habe auch Menschen, die mich, die mich die auf mich äh, aufsehen und all das. Zu sagen, ich würde gar keinen Inhalt bringen, ist einfach nur eine Entwürdigung. Naja, war halt kein Inhalt, halt Inhalt zu finden. Ne? Also es waren zwei inhaltliche Punkte, die gebracht worden sind, und die waren beide falsch. Hm? Also der eine war, ich sperre mich zu Hause ein und der andere war, äh, ich würde äh, sagen, ich würde in meinem Stream einen pädagogischen Ansatz verfolgen. Beide falsch. Das waren die einzigen inhaltlichen Punkte. Alles andere war Beleidigung, Gaslighting, nichts anderes. Mehr ist das nicht, was du machst. Mehr ist das nicht. Und Neid ja, ey, ganz ehrlich, Leute. Also Neid ja jetzt. Warum zieht er jetzt seine Familie mit rein? Naja, um sich mehr Legitimation zu verleihen. Also er, er versucht sozusagen sich selber einen Thron zu bauen, um sich zu er erhöhen. Ne? Und versucht äh, sozusagen seine Leute um sich zu scharen. Also wir sind die Klugen, wir sind die Empathischen, wir sind diejenigen, die einander verstehen. Und er ist der Aussätzige. Er ist derjenige, der keine Ahnung hat. Er versteht nichts. Dieser Neidan ist einfach komisch. Niemand kommt mit ihm klar. Alle finden ihn unsympathisch, alle finden ihn unlogisch, alle finden ihn furchtbar. Ne? So, das ist. Letzten Endes, ich meine, ich war ja Lehrkraft, als Lehrkraft tätig. Das ist das, was man an, bei den Mobbing-Dynamiken, bei den Anführern des Mobbings im, im Regelfall sieht. Das ist genau dieses Verhalten. Man versucht, eine Person zu exkludieren, zu separieren und äh, charakterlich unmöglich zu machen, durch die Rhetorik, die man anwendet. Das ist das was eigentlich, wie, wie so Anführer von so Mobbing-Dynamiken immer vorgehen. Immer. It's real Talk wenn du jetzt so weitermachst, dann bist du bald weg, ne? Dann bist du bald weg. Also, Mods, ihr habt's gehört, wenn der jetzt nicht aufhört, dann. Hä, ja, wer ist weg? Mensch bin. Ich hab auch meine Familie. Ich habe auch Menschen, die mich, die mich, die auf mich äh, aufsehen und all das. Zu sagen, ich würde gar keinen Inhalt bringen, ist einfach nur eine Entwürdigung. Mehr ist das nicht, was du machst. Mehr ist das nicht. Und Nightja, ey, ganz ehrlich, Leute, also Nightja, jetzt Real Talk. Wenn du jetzt so weitermachst, dann bist du bald weg, ne? Dann bist du bald weg. Also Mods, ihr habt's gehört, wenn der jetzt nicht aufhört, dann hau den weg wirklich. Äh, was hat er denn? Nightja. Keine Ahnung. Das sieht man nicht, wenn das gelöscht worden ist, ne? Sieht man das nicht. Na egal. Wirklich, also. Der Junge, der kommt echt immer nur zum Stänkern rein und nichts anderes. Ist der auf meiner Seite oder was? Ich weiß es nicht. Naitan, du behauptest über mich auch viele Dinge. Okay? Und wenn du über mich Dinge behauptest. Nö, ne, ich behaupte eigentlich nie irgendwas über, über About Food, weil er mich einfach überhaupt nicht interessiert. Also. Er war nie Gegenstand meines Streams. Also beide Gespräche, die ich mit ihm geführt habe, waren nicht Gegenstand meines Streams. Die sind beide nicht auf meinem Stream gelaufen. Und ich habe auch eigentlich so gut wie nie über ihn geredet. Ich habe hier und da mal einen Satz gedroppt, das war es dann aber auch. Und das ist ein Prinzip von mir. Dann bekomme ich dasselbe Recht, über dich zu behaupten. Bruder, du hast vielleicht vergessen, was du schon so über mich gesagt hast. Ich hab's aber nicht vergessen. Was denn? Schön. Also, bisher kam ja nur, dass ich gesagt habe, dass er eine Hohlfrucht ist. Ja. Schön, dass du deinen eigenen Worten gegenüber nicht nachtragend bist. Bruder, du bist mich am laufenden Band auch nur am, am Deskreditieren. Und kommst hierher und sagst so, also, About the Fruit, das ist einfach so, ill, was du machst. Bro. Ich habe sowas in meinem ganzen Leben noch nie getan. Also, das, was er hier in der letzten Stunde abgezogen hat, habe ich in meinem ganzen Leben noch nie mit irgendeinem Menschen gemacht. Weil ich selber Mobbingopfer bin und ich diese Dynamiken ekelhaft finde. Ich habe das noch nie in meinem ganzen Leben gemacht. Sowas. Und wenn ich jemanden beleide, dann mache ich das offen. So, dass die Person das merkt. Dann beleidige ich die Person in die Fresse. Gaslighting finde ich feige. Das mache ich nicht. Ernsthaft? Also du glaubst, du darfst das machen und bei dir ist das gehoben? Und wenn ich dasselbe mache, ist das quasi scheiße? Ernsthaft? So denkst du über dich selber? Das ist ja super lächerlich einfach nur. Also wirklich, also Neitan, ehrlich. Ich sag dir eins: Es tut mir wirklich leid, dass du. Es tut mir leid einfach. Ich glaube, wir zwei sind zwei Menschen. Ich glaube, weder du willst das. Ich will das eigentlich ehrlicherweise auch nicht wirklich, dass wir zusammenkommen. Dass es da irgendwie zu einem Dialog kommen kann oder sowas. Aber ich merke es immer wieder. Und das merkt auch der Chat. Egal mit wem ich rede, du schaffst es irgendwie immer wieder, mich so aus der Haut fahren zu lassen. I don't know why. I can tell you why, ne? Ich glaube, im Kern weiß er, dass das ziemlich schäbig ist, was er macht. Und deswegen triggert es ihn so sehr. Wirklich. Aber irgendwie interessiert es mich auch nicht. Ja, irgendwie, irgendwie, Eigentlich ist es mir auch egal. Ja, eigentlich ist es mir auch egal. Inzwischen. Inzwischen ist es mir egal geworden. Ja, inzwischen ist es mir wirklich egal geworden. Aber ich glaube, wir zwei werden einfach keine Freunde. Ja, das äh, würde ich unterschreiben. <laughs> ja, und ich glaube, das willst du. Ich glaube, das will ich. Und vielleicht sollten wir das einfach beide akzeptieren, dass wir dass wir Mit wem redet er sonst so? Mit allen Menschen? Und er kommt mit allen prächtig klar, außer mit diesem Neiter an. Einfach eine Meinung sind, oder? Und wenn du ein Problem damit hast, dass ich über dich rede, mein Gott, genauso wie ich nicht verhindern kann, dass du über mich redest, werde ich weiter über dich reden, mein Gott. Wenn du nicht meine Meinung bist. Na, und hier sieht man dann halt auch, dass äh, die Auswirkung. Der, der äh, Mobbing-Rhetorik, ne, also die, die greifen das halt jetzt hier auf die ganze Zeit im Chat. Äh, ne, dieses, dieses Framing, dass ich halt ähm, ohne Freunde dastehe und dass ich äh, alleine bin und äh, der separierte Weirdo bin. Das ist dann, das ist halt wirklich so, wie es immer abläuft, wenn man es in der Schule beobachtet. Dann kannst du ja in einem Stream sagen, hey, ich bin da nicht seiner Meinung, weil. Und wenn ich nicht deine Meinung bin, dann sage ich halt, hey, ich bin nicht seiner Meinung, weil. Ganz einfach. Ja, ich weiß ganz genau, dass ich falsch liege, natürlich. Ja. Ich weiß das ganz genau, Nathan. Ja. Das weiß er. Ich glaube schon, ich glaube, er ist klug genug, um das zu wissen, dass er, das, was er da tut, im Kern. Auch wenn er das vielleicht jetzt schon internalisiert hat. Weißt du, das ist schon, das ist schon wild, ne? Muss schon, muss schon wild sein, so dumm zu sein wie ich. Ist schon, ist schon ein schweres Leben auch. Das sind immer die anderen. Ja, ja, ja. Wie gesagt, Nathan, mach, mach einfach deinen Inhalt weiter. Schau, ich merke es auch jetzt schon wieder, Bruder, ich weiß nicht, aber ich weiß nicht, warum. Was ist es an dir? Ich weiß es nicht. Wirklich. Wirklich. Ich habe keine Ahnung. Du, du löst in mir so eine instinktive Antipathie aus und ich weiß nicht, wo sie herkommt. Es ist wild. Es ist wild. Oh. Sag Nathan, was ist so richtig ekelhaft an dir? Meine größte Schwäche ist, dass ich mir meine Stärken nicht eingestehen kann. So, <laughs> schau Puls an. Also für, für äh, die die es nicht wissen ist der der, der Parabelritter Running Gag ne der Parabelritter der gesagt hat meine größte Schwäche ist äh, dass ich mir immer zu viel Abfall <laughs> Ja. ja. ich habe wahrscheinlich schon gerade Puls, ey. Muss einen Another Love laufen lassen, ja. 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 Ja, danke dir Neitan. Ich werde sehr viel Spaß beim weiter gaslighten haben. Danke dir. Und dir Neitan noch weiter viel Spaß bei deinem hochgradig inhaltlichen Streams. So, jetzt bin ich raus. Jetzt weiß ich nicht mehr, was kommt. Keine Ahnung, wie lange wir jetzt noch gucken. Ein bisschen machen wir noch. Ja, wünsche ich dir auch ebenso. <laughs> hey, Chat, tut mir leid, es, es geht nicht. Ich weiß nicht. Also, ich wirklich, ihr merkt das selber. Ich kann mit jedem reden. Neitan schafft es irgendwie, mich aus der Haut zu fahren. Er ist der Einzige. Der einzige einfach. Es klappt nicht. Es ist unmöglich für mich. Er ist meine Nemesis, ja, ich weiß auch nicht. Ey. Er ist der, der, derjenige. Es klappt einfach nicht, wirklich. Es tut mir auch leid, na. Ne? Oh, so ein Drachenlord-Vergleich, -Ver na klar. Es tut mir auch wirklich leid, Chat, für alle, die da jetzt vielleicht mehr erwartet haben. Aber ihr merkt selber. Ähm, Naitan, jetzt wenn wir auch wieder bei dem Lehrer sind, ähm, er holt nicht das Beste aus mir raus. Also Naitan hat eine Eigenschaft an sich dran, die nicht das Beste aus mir fördert. Ganz im Gegenteil. Naja, also er hat ja 40 Minuten über mich geredet, ohne dass ich da war. Das war jetzt auch nicht viel besser, ne? Im Gegenteil, also Naitan gehört zu den Menschen, die eben nicht das Beste aus mir rausholen. Der schafft es irgendwie, eine Seite aus mir zu fördern, die ich gar nicht mal so die kann eigentlich da bleiben, wo sie ist, ganz ehrlich. Naja, dann hätte ich einen Vorschlag an der Stelle. Ähm, dann hör doch auf, über mich zu reden die ganze Zeit. Also, wenn du einfach, wenn du meinen Namen in den Mund nimmst, zum Arschloch wirst und dir das auch bewusst ist, dann hör doch einfach auf, über mich zu reden. Wäre eine Idee. Würden vielleicht deine Klickzahlen runtergehen, ne? Aber wäre dann eigentlich logisch, ne? Wenn du das nicht möchtest und du dir selber das irgendwie dir selber irgendwie ekelhaft vorkommst, dann lass es doch einfach. Wer also, ne? Die kann da wirklich bleiben, wo sie ist. So davon will ich gar nicht mehr von mir sehen. Nah. Na, klar, andere sind schuld, wenn er sich scheiße verhält. Es ist das Playbook des Schulhofmobbers. Das ist dann die dritte Stufe. Äh, wo man dann sozusagen dem Opfer die Schuld gibt für das eigene Fehlverhalten. Das ist wirklich könnte man also man könnte dieses Video wirklich nehmen für für Psychologie Vorlesungen ne? oder halt auch für Pädagogik Vorlesungen. Man könnte das wirklich nehmen, weil das ist wirklich perfekter Aufbau genau dieses Ablaufs. Mello, ich ich würde also wirklich ich glaube nicht, dass wir uns ähnlich sind wirklich nicht. Äh, ich kenne viele Menschen in meinem Leben, die mir ähnlich sind und die triggern mich nicht nichts auf diese Art und Weise. Das ist es nicht. Also, das wüsste ich. Also, ich kenne mich zumindest selber gut genug, um zu erkennen, wann mich etwas triggert, weil die Ähnlichkeit da ist. Das ist es nicht. Gut, ich würde sagen, es reicht, oder? Keine Ahnung, wie lange der jetzt dann noch am rumköcheln ist. Ich denke, ich denke, wir haben das jetzt ganz gut ähm, analysiert. Ja. Also, wir gehen noch mal durch. Wir machen das Ergebnis, Ergebnis unseres Forschungsprojektes. Warum Neitan schlimm, schlimm, schlimm ist? Er nutzt sein Potenzial als Lehrer nicht und macht nichts Lehrreiches. Neitan ist einfach nicht gut drauf. Er ist nicht nur pessimistisch, sondern sogar melancholisch. Er benennt immer diese Missstände und kritisiert die Regierung. Das macht aber nichts besser. Er ist einfach nur emotional und nicht pragmatisch. Er kann keine Menschen begeistern oder mitreißen. Es ist nicht möglich, dass er aufgrund von gutem Unterricht bei seinen Schülern beliebt war. Begründung, äh, Aussage, ich verfolge einen pädagogischen Ansatz. Falsch, habe ich nie gesagt. Ähm, er macht den Eindruck, er sei kein echter Lehrer. Er ist unreflektiert. Er kann kein Wissen vermitteln, weil er kein methodisches Vorgehen beherrscht. Nathan wird nicht auffällig beim Thema Klimawandel und er promotet es auch nicht. Er ist wirr in Gesprächen, er ist unlogisch in seinem Vorgehen, er ist kognitiv nicht dazu in der Lage, mit Menschen on-stream zu reden, er ist unsympathisch. Nighthands Gesprächskultur äh, ist, ähm, Nighthands Gesprächskultur ist fruchtswürde nicht angemessen, so rum war's äh, Neitan ist potenzieller Straftäter, kann man nimmt möglicherweise Privatgespräche auf. Man kann mit allen äh, Leuten reden, äh, man kann äh, sich mit allen Leuten gut verstehen, außer mit Neitan. Äh, so und dann kam ich hier kam ich dann rein, ne? Ab hier kam ich dann rein. Äh, Neitan joined the chat. Er hat eine unglaublich unsympathische Ausstrahlung. Er hat 0,0,0,0,0,0,0,0% Plan, was Thema ist und rollst irgendwas rum. Neitern kennt die Bedeutung von Begriffen nicht. Er benimmt sich wie ein dreijähriges wütendes Kind. Ähm Neithan sagt, er sperrt sich den ganzen Tag zu Hause ein. Auch die Be Begründung ist falsch. Also das ist die zweite Evidenz, die er da äh, potenziell angeführt hat, war auch falsche Evidenz. Frucht ist im Gegensatz zu Netern viel unterwegs und kann gut mit allen Menschen außer mit Nathan. Äh, er ist ein iristischer, D Dialektiker. Er ist dreist, er beleidigt, er ist schwachsinnig, er ist üblich, er ist unverschämt. Äh, ich glaube, ich habe nicht alles aufgeschrieben. Also da war viel zu viel hab auch viel weggelassen. Ne? Ähm zum Beispiel auch dieses, dass ich äh, so also schwere Begriffe wie Gaslighting benutzen würde und so, hab das habe ich alles weggelassen. Ne? Also egal, aber egal, muss ja auch nicht vollständig sein. Ähm, das ist jedenfalls das Ergebnis unseres Forschungsprojekts. Ich habe keine Ahnung, warum dieser äh, Mann so wütend auf mich ist. Ich weiß es nicht, tatsächlich. Äh, ich habe nur eine Vermutung, die habe ich geäußert. Ich nehme an, das kommt auf YouTube. Damit ist das Thema Broad Food für mich dann auch zu. Ich habe keine weitere. Also jetzt ist das einfach für mich abgehandelt. Ne? Ich glaube, es ist ganz klar jetzt dargelegt zu haben, ähm, was hier vorgeht, warum er das tut. Also was, warum er das tut, weiß man nicht genau. Aber dass er das tut und was er tut, ganz gut herausgearbeitet zu haben, das packen wir jetzt auf YouTube und dann ist das da und dann lassen wir das Thema auch in Ruhe, würde ich sagen, weil ich ihn einfach wirklich nicht spannend genug finde für eine weitere Behandlung. Bekommen wir ein handout äh, ja äh, ein youtube -Äh Video <laughs> äh, Warum gehst du so auf Atominem? Hominem? weil es einfach geil ist sag mal Leitern warum reagierst du äh, den dra draus wenn wenn flut dich nicht interessiert äh, das sollte ich doch gar nicht mehr jucken laut deiner Aussage. Äh, ja, habe ich ja am Anfang gesagt so. Der redet, seit, der redet seit drei Monaten permanent über mich und diese Mühe wollte ich jetzt mal belohnen. Ne? Und äh, ich möchte das Thema einfach zumachen. Der ist aber so langweilig, mehr als zwei Schnitte werden es nicht. Ja, muss er, muss er nicht. Ne? Man kann sich mit allen Leuten gut verstehen, außer mit Naetan. Er hat eine unglaublich unsympathische Ausstrahlung. Er hat no, null 0,0,000,00,000, no, no, das ja. Thema ist und räubst irgendwas rum. Evet. Er findet sich unsympathisch, aber möchte deine Aufmerksamkeit. Richtig. Ja, er braucht die Klicks. Das ist ja meine Vermutung, warum er das tut. Er braucht die Klicks. Ja. Wenn eine Person bewertet, ist, ist Atominem keinen Vorwurf, das wird nur äh, bei Ablenkstrategien von Inhalten outgecallt. Äh, warum verstehen all, alle diese Trottel das nicht? Ja, weiß auch nicht. Atominem ist ja in Ordnung, wenn man es als solches kennzeichnet und wenn man ähm das auch begründet und richtig einordnet. Es kommt ja immer drauf an, also es heißt ja nicht, hat hominem ist verboten, weil man darf generell keine Personen bewerten. Das ist ja Quatsch. Da kommt es wie immer auf den Modus drauf an auch. Ne? Und also, ich würde doch sagen, wenn man jemanden beleidigen möchte, dann sollte man wenigstens die Eier in der Hose haben. 16, 12. Wenn du meine Inhalte bewertest, ist das Atom in einem Neid pört. Dann sollte man wenigstens in der, die Eier in der Hose haben und das direkt und gerade raus machen. Ne? Und nicht mit so einem Gaslighting-Scheiß. Dann sollte man das direkt und gerade rausmachen. machen. Da bin ich Fan von. Einfach sagen, Naitan ist ein Hurensohn, bitte sehr, macht das. <laughs> so. Aber dieses Gaslighting finde ich dreckig. Das finde ich richtig dreckig. Dreckig, das finde ich richtig, richtig ekelhaft. Ja. 13, 12. Warum Naitan schlimm, schlimm, schlimmer ist? Er nutzt sein Potenzial als Lehrer nicht und macht nichts Lehrreiches. Naitan ist nicht gut drauf. Er ist nicht nur pessimistisch, sondern sogar melancholisch. Er benennt immer diese Missstände und kritisiert die Regierung. Das macht nichts besser. Er ist einfach nur emotional und nicht pragmatisch. Er kann keine Menschen begeistern oder mitreißen. Na, ja, also, einfach, einfach sagen, der ist ein Arschloch von mir aus. Ich mag den nicht. So, äh, Leiter, so fick dich oder so. Von mir aus. Aber so dieses, dieses Gaslighting, so dieses, dieses Strategische dahinter mag ich nicht. Dieses strategische, äh, dieses strategische Vorgehen mit einem gewissen, mit einer gewissen Methodik, wo man eben direkte Schimpfworte vermeidet, aber gleichzeitig. 13, <laughs> aber gleichzeitig die ähm, Person möglichst maximal unmöglich machen möchte vor seinem Publikum und exponieren möchte. Das mag interessiert ich Interessiert sich für die FDP und die Karriere von Christian Lindner. Sie. Ja. Naetan ist ein Arschloch und ich mag ihn nicht. Einfach Fussel. Dankeschön für elf Monate. Vielen Dank. Ich. Ich mag das nicht. Ne? Ich mag diese diese Gehässigkeit dahinter nicht. Ich mag diese. Ich mag diese Gehässigkeit dahinter nicht. Ja dieses strategische, dieses strategische pseudo-intellektuelle niederschwellige unmöglich machen einer person das mag ich nicht bin ich ganz furchtbar Wer mag das? Ja, also wahrscheinlich niemand. Aber ich mache halt einen Unterschied ne zwischen, zwischen einfach äh, jemanden Straight up beleidigen, was ich aus einer, weil ich ja sehr ähm, halt auch eine sehr äh, wie soll ich sagen große Sympathie für die Punk Szene habe. und bei Punk ist es halt Teil vom, so vom Lifestyle den Mittelfinger hochzumachen. zu machen, ne? Und Leute zu beleidigen, aber eben mit Eiern und gerade raus. Ne? Und das hat eine gewisse Ehrlichkeit. Aber dieses Gaslighting hat so eine gehässige Unehrlichkeit. Die mag ich nicht. Die mag ich gar nicht. Gut, vielen Dank, dass ihr bei meinem Forschungsprojekt noch mit dabei gewesen seid. Äh, ich bin mir bewusst, dass es wahrscheinlich eine Mischung aus anstrengend und langweilig gewesen ist, aber <laughs> aber es oh äh, ich schätze, es sind fast noch 500 Leute da. Ihr wollt mich doch verarschen, ey. Ich sehe die Zuschauerzahl immer. Nicht. Ich habe gerade mal kurz geguckt. Ey. 500 Leute haben sich diesen Scheiß jetzt angeguckt, um mitten in der Nacht, ey. <laughs> Äh, Ihr halt seid großartig. Ähm, war auch ein bisschen lustig. Ja. <laughs> auch ein bisschen lustig. Ich, glaub, ich glaube, jetzt kann ich auch im Prinzip einfach irgendwie äh, das Philosophie-Lexikon online gucken oder so. Und hab immer noch, hab immer noch genug Zuschauer. <laughs> Tief drin, um einfach rauszugehen. <laughs> das hat mich reingezogen. Wann äh. klimatologie lehrbuchanalyse ja, ja, genau. Ich lese einfach aus dem Klimatologie-Lehrbuch vor, ja. Ich schaue hier nur aus, hast du. Das ist in Ordnung. Das ist vollkommen in Ordnung. <laughs> das ist bin von Jesus gekommen, äh, aber wie immer stabil. Äh, obwohl du ein böser Mensch bist, <laughs> fast erträglich. Äh, Bleib wie du bist und die Community eh. Gute Nacht äh, euch und bleibt linksradikal, sonst knallt. Das sind gute Abschlussworte, die will ich einfach so stehen lassen und wünsche euch noch einen wunderschönen Restabend ähm, und kommt gut, kommt gut durch die Nacht. Bleibt stabil. Ich gebe aber den Präsidenten, hau da rein. Vielen Dank für die Unterstützung. Ich bin raus für heute.